Und wieder zurück auf 047. 047, ja. Kurzer Kontrollblick. Okay. Und Chrono geht Chrono. An. Und Flaps 2. Speedcheck, Flaps 2. Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Airbus A320 Flight Training. Ich wünsche euch nach wie vor frohe Weihnachten und ich hatte ja in meiner Weihnachtsansprache an euch schon mitgeteilt, dass ich alles versuchen werde, euch noch vor Weihnachten ein Flight Training zur Verfügung zu stellen. Und das ist mir jetzt auch gelungen. Und zwar haben wir heute nochmal den Pilot in Command, den Stefan, mit an Bord. Den kennt ihr auch schon aus der Folge 1. Der hat den Flug von Hamburg nach München durchgeführt mit einer wirklich tadellosen Performance. Und ich bin sehr froh, dass der Stefan nochmal macht, denn er kannte sich jetzt schon aus mit den ganzen Einstellungen, mit dem Aufnehmen und so weiter. Das war für ihn ja nicht fremd, weil wir das aus der ersten Flight Training Folge ja schon durchgeführt hatten. Und kurz vor Weihnachten sowas nochmal aufzunehmen, das dauert ja mehrere Stunden, das war ganz schön knapp. Aber dadurch, dass er das alles schon kannte, konnten wir gleich loslegen. Deswegen danke, Stefan, dass du dich in diesem Weihnachtsstress trotzdem noch zur Verfügung gestellt hast und dich dieser extremst schwierigen Aufgabe heute stellst. Ja, wieso extremst schwierige Aufgabe? Leute, was wir heute für euch vorbereitet haben, ist wirklich eine ganz andere Qualität. Es geht heute um Visual Approaches in Verbindung mit Traffic Patterns. Und das ist extremst schwierig. Warum ist das so? Nun, wenn wir so eine Platzrunde fliegen, dann haben wir hier verschiedene Bausteine. Wir machen kein Touch and Go, sondern wir machen das Ganze in Form von Go-Rounds und Rejected Landings. Das bedeutet aber, wir haben verschiedene Komponenten. Wir haben den Takeoff, wir haben den eigentlichen Visual Approach, wir haben das manuelle Fliegen und wir haben Go-Round und oder dann die Rejected Landing. Das heißt, alle diese Komponenten müssen aus dem FF beherrscht werden. Also bei einer Platzrunde, die ein paar Minuten dauert, kann ich nicht noch überlegen, oh, was muss ich jetzt machen? Das sind Sachen, die müssen wirklich drauf sein. Und es ist unheimlich schwer, das in dieser zeitlichen Abfolge alles hinzubekommen. Und dann auch noch am PC, wo ich dann mit so einer blöden Maus irgendwelche Sachen einstellen muss. Das ist natürlich, wenn man das im echten Simulator oder mit dem A320 mit Platzrunden fliegt, ist es natürlich etwas einfacher. Das Procedure bleibt natürlich gleich, aber ich habe die Möglichkeit, natürlich meine Hände und Arme zu benutzen und nicht irgendwie so eine Maus. Also das macht es ja dann noch umso schwieriger. Und deswegen wollen wir jetzt gleich nochmal durchgehen, was auf ihn zukommt. Airbus unterscheidet hier ganz klar zwischen einmal dem Visual Approach und einem Touch and Go, einem Traffic Pattern. Das ist so mehr oder weniger, ja, nicht nur ähnlich, sondern fast identisch, aber auch nur fast. Und deswegen gehen wir diese beiden Sachen mal durch. Der Visual Approach, den haben wir im Unterricht kennengelernt. Da gehe ich jetzt gleich nur noch auf die Highlights ein. Das haben wir alles besprochen. Aber wir haben ja hier eben halt auch noch diese Platzrunde. Das heißt, wir haben einen Takeoff dabei, wir haben den Go-Round, Rejected Landing, wie ich schon erwähnt hatte, und auch dann das manuelle Fliegen. Und das in Kombination ist wirklich eine absolut große Herausforderung. Ob das heute klappt, wissen wir beide nicht. Wir versuchen es mal. Das wird sicherlich einige Platzrunden geben, die wirklich in die Hose gehen. Jedenfalls gehe ich davon aus, das ist auch in der Wirklichkeit so. Denn das ist schon wirklich schwierig. So, die Frage ist, wann fliegen wir eigentlich ein Visual Approach? Nun, da gibt es in der Regel so zwei Möglichkeiten. Entweder ihr fliegt zu irgendeinem Airport, zum Beispiel auf die Kanaren, vielleicht auch auf die Balearen. Und der Controller sagt Cleared Visual Approach. Dann dürftet ihr dieses Procedure des Visual Approaches genauso abfliegen. Und dann habt ihr eben halt kein Instrument Approach mehr, so wie so ein ILS oder so oder VOR, sondern macht das Ganze Visual. Wäre eine Möglichkeit. Dazu möchte ich aber auch ganz klar sagen, ihr müsst diesen Visual Approach nicht annehmen. Also wenn ihr das nicht möchtet, dann sagt ihr Unable, Request ILS oder VOR oder was weiß ich. Und dann kriegt ihr das auch. Also der Visual Approach wird häufig gerne von Piloten geflogen, aber umso mehr Go-Rounds sind dann eben halt leider auch davor zu finden, weil eben halt sowas nicht so gut läuft wie ein ILS. Bin ich auch mehrfach drauf eingegangen, Hinblick ICAO-Statistik und so weiter. Also, aber gut, sei es drum. Das kann man ablehnen, man kann es aber auch letztendlich durchführen. Das heißt, so ein Visual Approach muss man können. Das heißt nicht, dass man es immer fliegt, aber man muss es auf jeden Fall können. Und wie man das fliegt, haben wir im Unterricht besprochen.
Das wäre die eine Möglichkeit. Es gibt aber auch noch eine weitere Möglichkeit. Denkt zum Beispiel, macht einen Takeoff, kriegt einen Engine Fire und kriegt das Feuer nicht mehr gelöscht. Dann haben wir ein sogenanntes Unestinguished Fire. Auch da will man natürlich nicht der Departure-Route bis zum Ende abfliegen, sondern man will letztendlich gleich rechts oder links wieder zum Flughafen zurück. Und dann endet man letztendlich auch in so einem Visual Approach. Natürlich, sofern das Wetter gut ist. Ne? Wenn das Wetter natürlich schlecht ist, geht's nicht. Aber wenn das Wetter letztendlich die Voraussetzungen dafür bietet, naja gut, dann kann ich letztendlich einfach links rum und kann dann da irgendwie mein Visual abfliegen, genauso wie das FCOM und FCTM das vorgibt. Und dann lande ich relativ schnell. Das wäre also so ein zweiter Fall, wo man so einen Visual Approach dann letztendlich durchführen könnte. Das ist das eine. Wie sieht es aus mit Touch and Go? Wie gesagt, Airbus unterscheidet das so ein bisschen. Nun, Touch and Go muss jeder Pilot fliegen, der mit seinem Type Rating fertig ist. Das hängt von den verschiedenen Nationalitäten ab. In Deutschland damals zu meiner Zeit waren es noch 14 Platzrunden. Dann haben sie das reduziert auf 7. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das sind immer noch 7 Platzrunden. Korrigiert mich da, wenn ich da falsch liege. Aber in anderen Ländern ist das ein bisschen anders oder kann es anders sein. Das heißt, das ist letztendlich so der erste Kontakt mit einem richtigen Flugzeug nach dem Type Rating. Dann fliege ich da eben halt mit dem Instructor diese Platzrunden ab und dann habe ich meine komplette Qualifikation erreicht und könnte dann in die Supervision bei der Airline gehen und mein Training dann durchführen. Also das heißt, das wäre so der Fall des Touch and Goes. Und was wir heute machen, wir werden das Ganze kombinieren. Der Fokus liegt ganz klar auf dem Visual Approach, zeige ich euch gleich nochmal, aber der Visual Approach fängt ja im Downwind an und endet dann irgendwo vielleicht kurz vor der Landung. Die Frage ist nur, ja, was ist mit dem Takeoff? So, und genau da wird jetzt der Touch and Go wieder wichtig. Das ist nicht viel, wirklich gar, also wirklich kaum zu bemerken. Aber das muss man auf jeden Fall hier eingehen. Das wollen wir mal ganz kurz tun. Ich zeige euch jetzt erstmal den Touch and Go. Okay, ihr seht das jetzt eingeblendet. Und das, was ihr hier seht, diese verschiedenen Steps, die sind fast identisch mit einem Visual Approach, aber nur fast. Und zwar geht es darum, dass zum Beispiel die Konfiguration des Flugzeugs bei der Platzrunde, also bei diesem Traffic Circuit, dass das etwas anders läuft als beim Visual Approach. Nicht viel anders, aber ein bisschen anders. Aber wir wollen heute ja einen Visual Approach trainieren. Und das wird auch häufig im Simulator gerne mal gemacht. Wo der Controller dann eben halt sagt, pass auf, der hat den Engine Fire, der weiß, dass das Ding nicht ausgeht und sagt, okay, you're cleared Visual Approach. Und dann muss man sofort im Kopf umschalten, das aus dem FCTM wieder aus dem Kopf herauskramen und das genauso abfliegen. So, jetzt sind wir bei dem Touch and Go. Was passiert da? Also wir haben einen ganz normalen Takeoff, wobei ganz normal ist er eben halt nicht. Denn beim Takeoff wissen wir ja, an 1500 Fuß haben wir die Thrust Reduction Altitude. Da gehen wir also von Flex oder Toga, je nachdem, was wir für den Takeoff gewählt haben, gehen wir zurück auf Climb Thrust. So, aber in diesem Fall, seht ihr das hier auch hinter mir, da werden wir in Climb Thrust gehen, wenn wir das Fahrwerk eingefahren haben. Also das ist schon erheblich früher, denn ihr wisst ja, Positive Climb hat man ja sehr schnell und dann Gear Up. Und wenn das Ding dann eingefahren ist, dann gehen wir schon zurück auf Climb Thrust. Also diesen Part, das ein Part, den übernehmen wir jetzt aus dem Touch and Go. Das muss man nicht machen. Denn in welcher Höhe fliegen wir das Ganze? Nun, wir fliegen das standardmäßig in 1500 Fuß, sofern der Stefan da zeitlich keine Probleme bekommt. Sonst kann ich das auch gerne auf 2 oder 2.500 ausdehnen. Kann man gerne machen. Man kann auch eine Platzrunde in 2000 Fuß fliegen. Das hat nur nachher Auswirkungen, wie lange man den Downwind fliegt. Aber 1500 Fuß über Airport Elevation ist Standard. So, und das bedeutet, dass ja normalerweise in 1500 Fuß wir Climb Thrust machen. Aber wir sind natürlich von der Energie extrem schnell unterwegs. Wir müssen aber kurz nach dem Takeoff schon gleich in die Platzrunde eindrehen. Und deswegen macht es Sinn, dass man frühzeitig schon von Flex oder Toga auf Climb Detent zurückgeht, damit wir der Maschine etwas mehr Energy wegnehmen, damit die Maschine nicht so schnell acceleriert und so weiter. Das macht es dann alles noch viel, viel schwieriger. Deswegen nehmen wir diesen Part aus dem Touch and Go raus und das wird auch normalerweise so gemacht. Dann sehen wir noch einen weiteren Punkt. Und zwar hier steht Flaps 1, Selected S Speed. Und zwar ist es so,
Wir wollen sehen, dass wir die Platzrunde relativ eng fliegen. Also man könnte natürlich jetzt erstmal geradeaus Runway Heading auf 1500 Fuß gehen und könnte dann sehen, dass man dann in die Platzrunde einfliegt. Das kann aber zur Folge haben, dass mir mein Abstand von der Runway etwas zu weit ist. Wir müssen uns so um zwischen 2,5 Meilen und 3 Meilen seitlich parallel zur Runway bewegen. Also wir können nicht jetzt irgendwie einen riesen Kreis fliegen und sind da 10 Meilen weg, dann sehe ich die Bahn nämlich nicht mehr, sondern wir sollten so dicht es geht irgendwie das Ganze fliegen. Wir kennen das aus dem Circle to Land, da haben wir also irgendwas mit 2,7, 2,8, 2,9 Meilen, je nachdem in welcher Höhe wir diesen Circle to Land fliegen, von der Runway entfernt. Und da müssen wir uns ungefähr auch orientieren, wenn wir so ein Visual so fliegen, also wenn wir so eine Platzrunde fliegen. Also sagen wir mal so zwischen 2,5 und 3 Meilen ist auch noch in Ordnung. Mal sehen, wie Stefan das hinbekommt, aber das ist so unsere Zielmarke. Das bedeutet aber für uns, dass es natürlich dadurch, dass wir relativ zügig herumfliegen, versuchen sollten, nicht die Maschine komplett wieder aufzuräumen auf Flaps Zero, sondern es macht Sinn, dass wir nach dem Takeoff nur reduzieren auf Flaps 1 und in Flaps 1 verharren und dann die ganze Zeit mit Flaps 1 weiterfliegen, bis es dann weiter in die Konfiguration Flaps 2 Gear Down, Flaps 3, Flaps 4 geht, also Flaps Full. Ne? Also in diesem Fall haben wir diese beiden Sachen, die wir jetzt hier aus dem Touch and Go mit in unsere Platzrunde integrieren, also After G-Retraction, Climb Thrust setzen und wir wollen mit der S-Speed, das machen wir dann mit der Selected Speed, S-Speed wollen wir dann und Flaps 1 dann letztendlich in den Downwind einfliegen. So, das sind die beiden Sachen, die wir hier aus dem Touch and Go nehmen. Alles andere, was ihr darauf seht, werden wir jetzt auch, wie gesagt, in dem Visual sehen. Aber das ist fast identisch, bis auf eben halt der Zeitpunkt, wann was konfiguriert wird. So, jetzt seht ihr hinter mir den Visual Approach. Der sollte euch eigentlich schon bekannt sein, deswegen nur die Highlights. Naja gut, wir haben natürlich auf jeden Fall, wenn wir also diese Kurve nach dem Takeoff geflogen sind und parallel zur Landebahn mit entgegengesetzten Track fliegen, dann fängt unser Visual an. Das bedeutet, wir müssen also da verschiedene Sachen machen. Was ist zum Beispiel mit dem Autothrust? Der Autothrust bleibt sowieso an, kennen wir, das ist recommended von Airbus und wird auch so durchgeführt. Aber wenn ich jetzt den Managed Speed gebe, die Maschine weiß ja noch gar nicht, dass wir jetzt, wir haben ja gerade den Takeoff durchgeführt, die geht ja davon aus, dass wir irgendwo hinfliegen, aber das tun wir ja nicht, wir wollen ja wieder zurückkommen. Das bedeutet, wenn ich auf Managed Speed gehe, würde sie auf 250 Knoten selektieren. Ne? Würde oder accelerieren, richtig? Das wollen wir ja nicht. Also müssen wir in dem Turn, müssen wir auf jeden Fall schon die Approach Phase aktivieren, damit wir mit Managed Speed nachher fliegen können. Also das ist zum Beispiel ein Fall, den darf man nicht vergessen, denn sonst haben wir nachher vielleicht ein Overshooting der Flap Speed oder so. Ne? Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Dann können wir auch natürlich mit Managed Speed weiterfliegen. Und dann geht das weiter. Dann haben wir den nächsten Punkt, den seht ihr, Flaps 1. Den können wir uns schenken, weil den haben wir ja gesagt, wir wollen auf Flaps 1 bleiben. Also dieser Part, der wäre letztendlich ja dann schon erledigt. So, und dann kommen wir irgendwann mal a beam dem Threshold, den wir anfliegen werden. Das heißt, wir fliegen entgegen der Landebahn, bis wir dann am Ende der Landebahn angekommen sind. Das sehen wir auf der linken Seite. Das heißt, wenn der Kapitän so ein Visual macht, dann fliegt man eine Linksplatzrunde. Wenn der Co-Piloten Visual macht, dann fliegt man eine Rechtsplatzrunde. Also in diesem Fall ist dann dieser Threshold von uns links zu sehen. Wenn wir da angekommen sind, dann entscheidet sich jetzt, wie lange fliegen wir von da jetzt noch weiter geradeaus. Und das kennt ihr schon. Und zwar haben wir da immer Folgendes gemacht. Wir müssen uns die Höhe angucken, in der wir fliegen. Und zwar ist es die Höhe über dem Airport. Das ist also eine Height. Und das sind ja standardmäßig 1500 Fuß. Pro 100 Fuß fliegen wir 3 Sekunden noch weiter geradeaus. Wenn ich also 1500 Fuß in der Höhe bin, das ist Standard, dann haben wir also letztendlich 15 mal 100 Fuß. Das ergibt 15 mal 3 Sekunden. Das sind also 45 Sekunden, die wir geradeaus fliegen müssen.
Wenn wir zum Beispiel einen 1000 Fuß das machen würden, dann würden das 10 mal 3 Sekunden sein, also 30 Sekunden. Oder wenn das heute nicht so klappt, dann sagst du, okay, Stefan, wir gehen ein bisschen höher, damit du ein bisschen mehr Zeit hast, vielleicht in 2000 Fuß, dann wären das also 20 mal 3 Sekunden, wenn das 60 Sekunden. Ja? Kennen wir aber aus dem Unterricht. So, dann wissen wir auf jeden Fall die Zeit. Aber eine Sache, das ist ein Unterschied zu einem Circle to Land. Wir müssen hier den Wind mit einkalkulieren. Denn wir haben 3 Sekunden pro 100 Fuß plus minus Wind. Das heißt, wir gucken uns jetzt an, welchen Wind haben wir? Haben wir Gegenwind? Haben wir Rückenwind? Erste Frage. Zweite Frage ist, wie ist jetzt ganz genau meine Headwind-Component? Also wenn ich zum Beispiel einen 45 Grad habe, dann habe ich ja nicht diesen Wind von 10 Knoten genau von vorne, sondern ich habe vielleicht dann nur 6 Knoten von vorne oder so. Also ich muss genau ausrechnen, wie ist jetzt meine Komponente, die wirklich mein Headwind widerspiegelt, respektive mein Rückenwind widerspiegelt. Und diese Komponente, die werde ich entweder auf diese Sekunden, in diesem Fall waren es ja 45 Sekunden, drauf addieren oder abziehen. Also gehen wir mal davon aus, wir haben 10 Knoten Headwind von vorne, wenn wir also jetzt entgegen, also auf unserem Downwind Leg fliegen. 10 Knoten. Dann bremst uns ja irgendwie der Gegenwind etwas ab. Das heißt, wenn ich 45 Sekunden fliege, dann muss ich diese 10 Knoten nochmal da drauf addieren. Das heißt, 10 Knoten in diesem Fall gleich Sekunden. 10 Knoten sind 10 Sekunden. Die muss ich dann auf die 45 Sekunden draufschlagen. Und dann sind wir bei 55 Sekunden. Und genau das Gegenteil machen wir, wenn wir also Rückenwind haben. Dann werden wir ja mehr nach vorne gepusht durch den Wind. Gehen wir mal bei unserem 10-Knoten-Beispiel ebenfalls aus. Dann sind wieder 10 Knoten, sind 10 Sekunden. Also muss ich, weil ich nach vorne gedrückt werde, jetzt meine 45 Sekunden um 10 Sekunden reduzieren. Naja, und dann bin ich eben halt bei 35 Sekunden. Also ihr wisst, das ist beim Visual der Fall, nicht? Die Height mal 3 Sekunden plus minus Wind Component. Das ist das Wichtige dabei. Das war beim Circle to Land ja nicht der Fall. Da hatten wir ja nur diese Height mal 3 Sekunden, aber ohne Wind. Da wird kein Wind draufgeschlagen, aber beim Visual wird das getan. Okay? Also haben wir hier 45 Sekunden plus minus Wind. Nun wollen wir das heute nicht verkomplizieren. Das wird alles sehr, sehr schwierig ohnehin für den Stefan. Also ob das alles so klappt, werden wir dann sehen. Und deswegen haben wir gesagt, wir entscheiden uns heute für Seitenwind. Das hat zwar, was diese Sekunden anbelangt, keine Auswirkung, aber es hat Auswirkungen natürlich dann, wenn ich in den Base dann turne, dann habe ich entweder Wind von vorne oder Wind von hinten. Das bedeutet also, ich muss schon genau abtimen, wann kurve ich jetzt in das Final rein. Habe ich Rückenwind, ist es häufig so, dass man zu spät macht und dann überschießt man letztendlich die Verlängerung der Centerline. Habe ich aber Gegenwind, dann mache ich das vielleicht zu früh oder so, dann bin ich zwar parallel links daneben, aber nicht auf der Centerline. Also wir werden uns heute mit Seitenwind, Seitenwind einstellen, aber nicht so viel. Also vielleicht 10, vielleicht maximal mal 15 Knoten, weil wir wollen, das ist schon so extremst schwierig. Also wir wollen das jetzt nicht unmöglich machen. Also ich weiß damals noch, was heißt damals, vor wenigen Wochen, da hatten wir ein Zusatztraining, auch im Simulator. Da hatten wir 58 Knoten von der Seite, ist eigentlich gar nicht zugelassen. Aber man wollte uns damit dann, ich sag mal, ein bisschen aus der Reserve locken. Und das ist schon wirklich schwierig. Also deswegen machen wir das hier schön einfach. Aber wie gesagt, die ganzen Procedure müssen abgeflogen werden. Okay, also das bedeutet, wir müssen heute 45 Sekunden gerade ausfliegen, weil wir jetzt nur Seitenwind haben. Also diese Plus-Minus-Windkomponente spielt in diesem Fall jetzt für heute keine Rolle dadurch. Dann habe ich also den Zeitpunkt, wo ich den Chrono stoppe, nämlich genau im Beam, dem Threshold, wo ich die Stoppuhr drücken muss, den Chrono. Und ich habe ja dann irgendwann mal, sind meine 45 Sekunden dann vorbei. Und genau in dieser Sparte zwischen Chrono drücken und 45 Sekunden sind vorbei, da muss ich dann Flaps 2 selektieren. Nicht zu spät machen, Leute, nicht zu spät, macht es etwas früher, ne? Chrono drücken, 10 Sekunden warten, Flaps 2, weil das dauert ja auch eine gewisse Zeit. Um Gottes Willen, keine Hektik da reinbringen. Okay, dann haben wir die Maschine mit Flaps 2 konfiguriert. Und dann sind die 45 Sekunden aus. Oder um, heißt es ja wohl eher.
So, und dann müssen wir sehen, dass wir in den Base turn. Und da müssen wir drei Dinge machen. Das eine ist, wir schalten jedenfalls für den Anfang, für die ersten zwei, drei Platzrunden, den Autopiloten aus. Denn wenn ihr hier nochmal ganz genau guckt, dann steht dort am Anfang des Visual Approaches, Flight Director off, Bird on und Autopilot off. Also da müsste eigentlich schon der Autopilot ausgemacht werden. Das tun wir auch, aber wir warten erstmal ab. Wir lassen ihn erstmal ein paar Runden mit dem Autopiloten fliegen, ne, bis Ende Downwind, damit er sich erstmal ein bisschen dran gewöhnt. Aber dann nachher, dann muss er am Anfang des Downwindes, muss er also dann hier den Autopilot ausschalten. So. Sei es drum, entweder ist er schon ausgeschaltet oder er ist nicht ausgeschaltet. Also der Autopilot muss da dann ausgeschaltet werden. Dann gehen wir mit einer 20 Grad Bank in den Base. 20 Grad, nicht mehr. Und wir dürfen auch, das ist anders als beim Circle to Land, hier dürfen wir schon mit 400 Fuß anfangen zu sinken. Bis wir dann irgendwo in Base sind, dann können wir gerne auf vielleicht 700, 600, also so Pi mal Daumen, Ground Speed mal 5. Das können wir erhöhen. Wir sehen dann auch schon die Parpis. Das heißt, da können wir dann schon einigermaßen einschätzen, ob wir die Sinkrate erhöhen müssen, vielleicht verringern müssen. Das können wir dann alles sehen. Das heißt also Autopilot off, 20 Grad Bank in die Sinkrate mit 400 Fuß erstmal. Dann Gear Down. Wir müssen ja irgendwas Fahrwerk ausfahren. Gear down. Und wenn Gear down ist, dann Flaps 3. So, damit sind wir jetzt im Base mit Gear down, Flaps 3. Und die Frage ist jetzt, wann kurven wir dort rein? Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Ich muss also gucken, habe ich Rückenwind, habe ich Gegenwind? Das ist die erste Frage. Je nachdem, wenn ich Gegenwind habe, kann ich meinen Base-Turn oder also meinen Base-Leg etwas länger fliegen. Wenn ich aber Rückenwind habe, dann muss ich sehen, dass ich relativ zügig weiter wieder einkurve. Das ist dann der eigentliche Visual. Die Stabilization-Kriterien gibt es ja auch. Und zwar kennen wir die ja beim Instrumentenanflug bei 1000 Fuß. Wenn wir uns um einen Visual Approach kümmern, dann ist das runtergesetzt auf 500 Fuß. Das heißt, die Kriterien sind die gleichen mit 7 Grad Bank und nicht mehr als 1000 Fuß Sinkrate und alles, was wir schon besprochen haben. Aber das ist eben halt nicht mehr in 1000 Fuß, sondern in 500 Fuß. Da muss die Maschine wirklich in der Verlängerung der Landebahn sein. Und es muss dann eben halt auch alles konfiguriert sein. Das heißt, im Final, da können wir dann noch Flaps Full selektieren. Da können wir aber mal gucken, denn es ist ja so, wenn ich zum Beispiel die Sinkrate vergessen habe, wenn ich in den Base turne, ich bin also von vornherein zu hoch, kann sein, dann macht es auch Sinn, im Base Lag da schon komplett durchzukonfigurieren auf Flaps Full. Also es ist nicht so, nur weil es hier steht, dass man jetzt sagt, ich muss im Final jetzt Flaps Full machen. Wenn ich zu hoch bin, macht es Sinn, gleich auf Flaps Full zu schalten, damit meine Sinkrate von der Warte aus gesehen schon mal etwas sich erhöht. Ne? Also das kann man so ein bisschen flexibel gestalten. Ja gut, und dann muss Stefan sehen, dass er irgendwie das Teil trifft. Wir müssen die Landing Checklist lesen. Und dann hoffen wir, dass er an 500 Fuß stable ist. Ob er das gleich am Anfang schafft, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Aber wie auch immer, leider wird er da nicht landen, sondern es wird ein Go-Round oder eine Rejected Landing geben. Wir hatten im Unterricht, nicht zuletzt auch bei der Analysefolge, der Folge 2 mit GEGA für den VOADME in Runway 36 in Riga, haben wir ja auch besprochen, was der Unterschied zwischen einem Go-Round und einer Rejected Landing ist. Ich hatte gesagt, wenn wir über dem Minimum sind, ist es ein Go-Round, sind wir im Unterminimum, dann ist es eine Rejected Landing. Bedauerlicherweise ist es ja ein Visual Approach. Es gibt kein Minimum hier. Wo setzen wir jetzt in, also ein virtuelles Minimum überhaupt an? Ja, gibt kein Minimum. Also muss man das so ein bisschen flexibel gestalten. Man könnte vielleicht sagen, also wenn wir zu dicht an der Bahn sind, dann ist das eine Rejected Landing. Das wissen wir ja. Wir haben ja mehrfach darüber gesprochen, warum das dann so durchgeführt wird und nicht eben halt im Sinne eines Go-Rounds. Tja, welche Höhe ist da interessant? Also ich würde auch da, sage ich mal, so ein Minimum annehmen wie beim ILS. Ne? Minimum Cut 1 ist 200 Fuß. Also würde ich sagen, alles, was über 200 Fuß ist, ist ein normaler Go-Round. Alles, was unter 200 Fuß ist, ist eine Rejected Landing. So, dass man so ungefähr so ein Animus hat,
wann mache ich jetzt was? Ne? Denn ein offizielles Minimum gibt es hier nicht. Ganz einfach, ist ja ein Visual Approach. Ne? Ja, und dann wird er eben halt eins der beiden Sachen, je nachdem, wann er das, wann er den Go-Round-Call bekommt, dann durchführen. Ja, und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Also für Leute, die, also an euch jetzt gerichtet, das mal trainieren wollen, ich kann es euch wirklich nur empfehlen, weil das ist wirklich ganz hohe Schule. Ihr habt dann auch euren Manual-Part dabei, ihr wisst dann, wie man so ein Visual fliegt, ihr müsst einen Takeoff durchführen, Go-Round oder Rejected Learning. Also das ist alles nicht so einfach und vor allen Dingen muss man natürlich dadurch, dass man manuell unterwegs ist, auch sehr gut die Maschine scannen. Also Geschwindigkeit, Höhenmesser, ich muss gucken, in welcher navigatorischen Situation ich zur Landebahn bin. Ich muss auf das Navigation Display, auf den Wind gucken, damit ich weiß, wie lange muss ich das Base Leg noch fliegen. Also das ist, wenn ihr das könnt, dann habt ihr wirklich viel drauf. Also das muss man sagen, schon alleine das Handling dann mit der Maus und so im Simulator. Ne? Also das ist unheimlich schwierig. Klappt das heute? Ja, weiß ich nicht. Ich habe da so meine Zweifel. Wirklich, die Leistung von dem Stefan letztes Mal war wirklich toll. Ne? Also daran wird es nicht liegen. Aber er hat mir auch erzählt, er hat das noch nie gemacht. Und wenn ich sowas natürlich 100 Mal gemacht habe, dann geht es vielleicht. Aber selbst da ist es schwierig. Aber sowas macht man in der Regel relativ wenig. Und deswegen wollen wir mal gucken. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen. Ich hoffe, ihr auch. Und dann gucken wir mal. Eventuell mache ich dazu eine Analyse. Je nachdem, wie es dann klappt. Vielleicht auch nicht. Werden wir dann sehen. Auf jeden Fall fangen wir jetzt mal an, gehen ins Cockpit. Wir begrüßen ganz herzlich den Stefan und wünschen ihm viel Erfolg. Ja, hallo Stefan, grüß dich. Schön, dass du mal wieder dabei bist. Ja, morgen Ingo. Freue mich. Hallo. Ja, ich weiß, ich habe das ja in dem Vorspann schon angekündigt, das ist heute wirklich eine ganz große Challenge, die wir hier durchführen. Das ist, glaube ich, auch den wenigsten im Moment jedenfalls noch nicht bewusst, wie schwer das Ganze wird. Aber ich finde das wirklich toll, dass du hast es ja auch noch nicht für dich sonst groß trainiert, nee. Dass du einfach ins kalte Wasser springst und das einfach mit mir durchführst. Das finde ich klasse. Ja, hab dich ja dabei, Ingo. Ja, aber ich kann dir nicht so viel helfen, weil das geht so schnell, da bin ich natürlich so ein bisschen hilflos teilweise, ne? Okay, wir werden sehen. Genau, wir werden sehen. Ich muss ein bisschen meine Stimme heute entschuldigen. Ich bin hier im Hotel und es hallt hier ein bisschen, das lässt sich aber nicht ändern. Sonst hätten wir das vor Weihnachten nicht mehr veröffentlichen können, aber ich denke mal, da kann man heute mal drüber hinwegsehen. Okay, pass auf, Stefan, es ist schwierig und deswegen würde ich ganz gerne, ich habe das im Vorspann nochmal kurz erklärt, das heißt einmal Touch and Go, was wir aus dem Touch and Go rausziehen und auch nochmal, was wir im Unterricht ja schon kennengelernt haben, den Visual Approach. Jetzt habe ich aber nochmal eine Zusammenfassung. Und ich blende das jetzt einmal ein, bevor wir uns dann noch mal kurz die Konfiguration des Flugzeugs angucken. Mhm. Und du siehst, wir haben jetzt das Departure Lag. Ja. Wir haben aus dem Touch and Go ja eben gerade gesehen, dass man dort, weil sonst die Maschine zu schnell unterwegs ist, weil wir ja nur mit Toga heute arbeiten, dann ist so viel Energie da, dass es durchaus sein kann, dass wir dann irgendeine Geschwindigkeit, der Speed überschießen oder so. Und aus dem Grund ist, sagt Airbus ganz klar, bei einem Touch and Go, machen wir das so, dass wir also, wenn wir das Fahrwerk eingefahren haben, dass wir dann schon letztendlich auf Climb Thrust gehen. Ne? So, dann nächster Punkt, Autopilot on, Track FPA on, das sind alles Dinge, die ich eben schon zum Teil erklärt habe. Dann müssen wir natürlich Pull Heading machen, dann sind wir nämlich im Track-Modus. Dann setzen wir danach den Climb Thrust, weil in der Zwischenzeit, wenn wir das Fahrwerk eingefahren haben, machen wir eben halt diese drei Punkte und dann ist das Fahrwerk auch schon drin, sodass wir dann also auch schon Climb Thrust setzen können. So, und dann geht es auch schon gleich rum, so zwischen 500 und 800 Fuß geht es gleich rum, das heißt, du kannst den Gegenkurs dann auch schon einstellen, also das ist ja der Gegentrack, der Kurs. Das ist in diesem Fall 47 Grad, denn der Anflugkurs in Hamburg ist 228, aber die Bahn hat einen Kurs von 227, deswegen nicht wundern, also das Lag, das Downwind Lag ist 47 Grad. Mhm.
So, wenn wir dann in den Turn sind, dann werden wir relativ zügig die 1500 Fuß Platzrunde, ist ja die Standardplatzrunde, schon erreicht haben. Das heißt, wir müssen dann von Flaps 2 auf Flaps 1 gehen, denn Airbus sagt ganz klar, die Touch and Goes werden immer vom Takeoff her mit Flaps 2 durchgeführt, nicht mit Flaps 1. Das heißt, du wirst die F-Speed dann sehen und wenn du die F-Speed siehst, dann schaltest du auf Flaps 1, musst aber dann sofort hinterher den Speedbug ziehen und die S-Speed einstellen. Denn sonst würde sie ja weiter akzelerieren, denn die Approach Phase haben wir ja noch nicht aktiviert. So, dann kurven wir immer weiter, bis wir dann irgendwann mal das Downwind Lag erreicht haben. Und dann müssen wir sofort genau das tun. Approach Phase wird aktiviert, damit die Maschine weiß, okay, jetzt geht es wieder zurück. Und dann können wir auf Manage Speed gehen, sodass wir also dann dass die Maschine vom Autothrust automatisch die Geschwindigkeiten dann anpasst, je nach Klappenstellung. Dann kommt die Pro-Checklist, übrigens die After-Takeoff-Checklist, die müssen wir auch noch lesen. Ne? Das machen wir dann in dem Turn, das machen wir aber relativ schnell. Das ist nicht so viel, ne? Gear Flaps, Packs and that's it. Und die Pro-Checklist, da lesen wir mal ein bisschen oder sehen wir ein bisschen heute von ab. Ne? Was sollen wir da groß lesen? Die Pro-Checklist, die ist eigentlich eher dafür gedacht, wenn man einen richtigen Visual fliegt. Aber da, also das heißt, du kommst jetzt von irgendwo her und der Controller sagt, cleared Visual Approach. Ne? Aber hier in diesem Fall sind wir ja nur in der Platzrunde. Also Briefing uninteressant, haben wir schon längst gemacht. ICAM, ja gut. Seatbelt auch uninteressant. Wir fliegen ohne Passagiere. Baroref ist sowieso immer jetzt unser Standardwert. Wir haben ja 1013 am Flughafen in Hamburg im Moment. Minimum gibt es nicht. Engine Mode Selector, was soll der? Wir werden eine Platzrunde nicht bei Heavy Rain oder sowas fliegen. Also auch uninteressant. Und IFBB-Weiß, der sitzt schon an der Fensterscheibe, also auch egal. Also die Pro-Checklist, da können wir mal ganz getrost drüber hinwegsehen. Aber es ist dann klar, Anfang des Downwind-Lags schaltest du den Flight Director aus und danach den Autopiloten. Das machen wir aber erst etwas später. Du darfst also in den ersten ein, zwei Platzrunden durchaus das Downwind-Lag komplett mit dem Autopiloten abfliegen, damit ein bisschen Ruhe reinkommt, ja. Und dann, wenn du sagst, naja, jetzt habe ich so einigermaßen kapiert, dann schalten wir am Anfang des Downwind-Lags den Autopiloten aus. Okay. Dann hast du dir eine Linie gesetzt, Beam Threshold. Ja. Mit 137 ist das, glaube ich, ne? Ja, Ja, eins, zwei, genau. sieben, genau. 137er Kurs. Das kann man gerne so machen. Das gibt dir letztendlich nur noch mal die Möglichkeit zu sehen, visualmäßig, wann muss ich den Chrono letztendlich betätigen. Das tust du dann. Und wir haben ja gesagt, wir fliegen in 1500 Fuß, also das Downwind Lag ab diesem Beam fliegen wir 45 Sekunden. Und bevor diese 45 Sekunden abgelaufen sind, musst du schon in Flaps 2 und Speed Flaps 2 sein. Das heißt, ich würde in diesem Fall, wenn du den Chrono gedrückt hast, relativ zügig, was weiß ich, 10, 15 Sekunden später Flaps 2 machen, damit du auf jeden Fall nach den 45 Sekunden das dann auch erreicht hast. Okay. Was ich dann ebenfalls machen würde, das ist aber jetzt nur eine Sache dessen, weil du das ja alleine machst. Bevor die 45 Sekunden erledigt sind, würde ich jetzt schon den Runway-Kurs 227 einstellen. Das ist normalerweise nicht der Fall, sondern ich würde erst in den Base eindrehen und der First Officer oder Pilot Monitoring würde jetzt den Runway-Track einstellen. Aber das kann ich jetzt nicht noch verlangen, dass du das alles währenddessen machst. Du bist ja jetzt manuell beim Fliegen. Und deswegen würde ich sagen, bevor du diese 45 erreicht hast, musst du drehen. Allerdings natürlich nicht, wenn Autopilot an ist, weil dann Nee, ist würde er klar, ja dreht schon er gleich kurven. ein. Ja? Wirklich ein Ding, ja. Ja? Also nur das kannst du gerne vorher machen und die Zuschauer wissen jetzt auch, wann das eigentlich gemacht wird, nämlich in dem Turn in den Base hinein. Wenn die 45 Sekunden abgelaufen sind, dann musst du ohnehin den Autopiloten abgeschaltet haben. Jetzt beginnt ja eigentlich der richtige Visual. Das bedeutet, du gehst dann mit 20 Grad Bank in den Base rein, nicht mehr. 20 Grad Bank und gleichzeitig fängst du schon an, deswegen ist der Vertical Speed Indicator so wichtig, mit ungefähr 400 Fuß zu sinken. Das kann auch 300, 600 sein, 500 sein, so in dem, aber irgendwie so um die 400 Fuß. Und wenn du diese Kurve einigermaßen eingeleitet hast mit dem Sinkflug, dass du sagst, okay, ich bin einigermaßen stable in der Kurve, dann selektierst du sofort Gear Down. Ja, die Spoiler vergessen wir mal, die tun wir auch nicht rein, die lassen wir für den Takeoff ohnehin draußen und das lassen wir so, wie es ist. So, wenn du dann gekurvt bist in das Base,
dann kannst du die, und musst du auch die Sinkrate auf ungefähr 700 Fuß dann erhöhen, weil sonst kommst du zu hoch raus. Mhm, mh. Dann kannst du mal einmal schnell nach links rausgucken, was sagen die Papis. Na? Dementsprechend kannst du natürlich dann die Sinkrate auch anpassen. Wichtig ist nur, dass wenn du diese Base letztendlich eingenommen hast, dass du mit der Konfiguration des Flugzeugs gleich weitermachst. Also Flaps 3, ja, und kurze Zeit später Flaps Full. Mhm. Damit das erledigt ist, und so steht es auch drin, so kann man das beim, oder sollte man das beim Visual Approach auch machen. Okay. Ne? Das kommt eigentlich kurz vor dem Turn in den Final, aber man kann das auch natürlich etwas früher machen. Ja, dann wird die Landing Checklist gelesen. Gut, das ist jetzt nichts Großartiges, ne? Spoiler, Flaps, Gear, okay, Checklist done. Versuch jedenfalls in 500 Fuß stable zu sein. Mhm. Mal gucken, ob das gelingt. Und dann haben wir den Go-Round. Wir fliegen am Anfang erstmal Go-Rounds, das heißt, so in 300, 400 Fuß kriegst du den Go-Round-Call. Mhm. Das heißt also Go-Round-Flaps, ein Step einfahren, Positive Climb, Gear up. Ja, dann sofort geht das ganze Spiel wie eben beim Takeoff von vorne los. Also Autopilot an, Track FPA, Pull Heading. Ja. Ja. Dann ist das Fahrwerk schon eingefahren und gehst du sofort auf Climb Thrust zurück. Ja. Dann müssen wir gucken, wie schnell das dann geht. Also ein Go-Round geht natürlich immer relativ schnell. Ja. Deswegen musst du sehen, dass die erste Handlung, nachdem du Go-Round Flaps gemacht hast, dass du sofort, Positive Climb, sofort die Knöpfe an der MCU drückst, ja, damit wir schnell auch in Climb Thrust zurückgehen können. Okay. Wenn du dann Pull Heading hast, das ist ja dein Track, drehst du sofort wieder die ungefähr 47 rein. Wenn du nicht gleich die 47 triffst, ist das egal. Der muss erstmal nur in den Turn rein. In die Linkskurve, ja, okay. In die Linkskurve rein, genau. Das kannst du nachher nochmal adjusten. Und dann, wenn wieder die F, wenn er dann wieder auslevelt, dann kommt irgendwann die F-Speed und du selektierst, das ist jetzt wichtig, sofort Flaps 1. Ja. Danach sofort wieder am Speedbug ziehen, damit du die F-Speed wieder selektierst. Und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Okay. Okay? Also du siehst, das ist, und ich denke mal, die Leute verstehen das vielleicht auch, es ist extremst schwierig. Das ist nicht, ne, ohne. Ja. Und du brauchst überhaupt keine Panik haben, wenn da jetzt komplett Murks bei rauskommt. Oder wenn du Sachen vertauscht oder was weiß ich, das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, das ist am Anfang sowieso so. Ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt hier gleich vernünftige Platzrunden hinkriegen. Jetzt gehen wir nochmal eben ganz kurz auf die MCU. Ihr seht schon, in der FCU, da haben wir die 1500 Fuß eingestellt, ne, für unsere Platzrunde. Das ist in Ordnung. Auf der Innenseite haben wir jetzt Hamburg-Hamburg gewählt. 3000 Fuß Cruising Altitude. Und wir haben auf der Flightplan-Seite jetzt nur die nackte Runway, ne? Runway 2-3, und wir haben auch für die Arrival nur die nackte Runway ausgewählt. Das heißt, ihr habt den 5 Meilen CF-Point, den Center Fix Point, der ist 5 Meilen entfernt. Seht ihr auch da, ne? Zwischen dem Punkt und der Runway 2-3 sind das 5 Meilen. So, das ist immer ganz gut, weil man da auch eine gewisse, ja, Hilfestellung bekommt. Dann haben wir jetzt die Gewichte. Wir haben ja hier den 321. Wir haben jetzt irgendwas mit 60 Tonnen knapp. Und dann, was haben wir da, 59,5 oder was? Ja. Okay, also knapp 60 Tonnen. Und wir haben jetzt gewählt die V1, VR, V2 bei 140, 40, 42, Flaps 2 und Toga. Wir gehen auf Toga. Die Thrust Action Acceleration ist 1500, Engine Ausfall, der interessiert uns ohnehin nicht, aber sind natürlich auch standardmäßig 1500. Wer jetzt von den Zuschauern denkt, im Moment mal, aber Hamburg liegt doch in 53 Fuß, dann müssten wir doch eigentlich auf den nächsten Runden da aufrunden, beziehungsweise die M-Studio würde ja dann 1553 Fuß dahin schreiben. Ja, das stimmt, aber wir wollen jetzt glatte Werte haben, weil 1500 kann man sich besser merken als 1600. Ne? Jo, vielleicht eine Sache noch, ne? Ingo. Die, ja. Diese Linie hier, diese Abeam-Threshold-Linie, habe ich so programmiert, indem ich hier auf Fix-Info gegangen bin. Als Referenz Fix EDDH 23, das ist die Super. Runway-Schwelle von der 23, also da, wo wir gerade stehen. Ja. Und als Radial 137, dann Perfekt. Macht er hier so eine gestrichelte Linie. Das, genau. Das hilft uns. So, ich blende jetzt noch einmal die Karte ein von Hamburg, damit die Leute das auch nochmal sehen. Ihr seht, wir haben hier die Kurse eingezeichnet, das heißt, der
Der Crosswind Lag wäre dann 137 Knoten, wobei wir natürlich einen Continuous Turn haben, ne? Aber trotzdem nur, dass man sich so ein bisschen orientieren kann. Der Downwind 47 und der Base liegt dann bei 317 und der eigentliche Landebahnkurs sind 227, nicht 228. Wir haben also 1 Grad Offset hier. Dann würde ich sagen, wenn du ready bist, dann können wir, wie gesagt, der Autopilot wird dir immer helfen. Selbst wenn du mal komplett jetzt den Plan verloren hast, Autopilot rein. Gut, machen wir eh gleich, ja? Nach dem Takeoff, genau. Genau. Gut. Gut, ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg, Stefan. Ich helfe dir so gut es geht, aber du siehst, wie schwer das ist, dann in dieser schnellen Abfolge dir zu helfen. Ne? Absolut. Gucken wir mal. Gucken wir mal, genau, gut. Takeoff. Stable. Mantoga SRS Runway Auto Thrust Blue. Thrust 10. Knots. Checked. Wheel 1, rotate. Positive climb. Positive climb. Autopilot 1 on. Track, ja. FPA. No, ist nicht Track FPA. Speed All Star. Ja, da sind wir da. Du bist nicht auf Track FPA. Schalte auf Track FPA. Na, dann nicht genommen jetzt. Ja. Und genau. Und Pull. Pull Heading. Okay. Jetzt. Flaps 1. Flaps 1. Speed Check Flaps 1. Climb Thrust, denk an Climb Thrust. Genau, einfach rumdrehen auf die S-Bit und rumdrehen. Wir müssen rum. Set 047. Genau. So, warte mal, jetzt ist mir aber ein Fehler passiert. Macht nichts, weiter. Wir machen das erstmal weiter. Da sind Fehler passiert, macht nichts. Ich bin jetzt auf Flap Zero, das ist natürlich nicht, ja, korrekt. Nee, das hängt damit zusammen, weil du den Climb Thrust vergessen hast. Du siehst also, du musst relativ schnell auf Climb Thrust gehen. Ja, ich würde dann wieder Flaps 1 selektieren, wenn das okay ist. Ja, noch nicht, warte, Moment, ja, kannst du jetzt machen, okay. Ja, okay. Flaps 1. Genau. So, 047 ist eingestellt, Track Sinfer. Und ich würde jetzt die S-Speed selektieren. S-Speed, genau, auf jeden Fall. S-Speed. Sonst wären wir zu langsam. Das, genau, macht er auch. Wir drehen weiter. So, ein. Jetzt kannst du schon mal activate approach phase. Manage Speed. Managed Speed. So, jetzt drehen wir ein auf 047. Hoffen wir. Da drüben sind wir. Okay, alles klar. So, der nächste Punkt ist ja, wir sind jetzt mit Flaps 1 unterwegs. Wir haben Activate Approach Fit, dann haben wir das alles gemacht auf der Takeoff Checklist. Landing Gear ist up, Flaps sind auf Flaps 1 und PEX ist on. Okay, after Takeoff ist completed, QNH bleibt. Gut, Approach Checklist Disregard. So, jetzt sind wir beim Beginn des Downwind Lags des Ganzen. Genau. Also, ja, was du schon machen kannst, ist Flight Director aus. Flight Director auf. Genau, so. Wir lassen aber den Autopilot jetzt mal an. Für die ersten ein, zwei Runden. Ja. Du siehst, jetzt hast du erstmal ein bisschen Zeit. Genau. Das nächste wäre dann. Mit der Crossbahn. Ja. Das nächste wäre dann Chrono on, ne? 0,45 genau. Sekunden. Genau. Wenn wir. Ja, ganz in Ruhe, lass dir Zeit. Bis du wirklich da bist mit den Wings am besten. Kannst ja mal links rausgucken. Da müssen wir hin. Okay. Gut. Dann. Okay, Chrono on. Ja. Und Flaps 2. Speed Check, Flaps 2. So, Geschwindigkeit geht jetzt runter, so soll es sein. Das nächste wäre dann Autopilot off, Flight Director ist auch schon aus. So, was du jetzt schon mal machen kannst, also in diesem Fall nicht, weil du hier mit Autopilot fliegst, aber den Runway-Kurs, den kannst du dir. Ja,
Wie viel haben wir noch? Wie viele Sekunden? Ja, machen wir Autopilot off. Autopilot off. Jetzt den Runway-Track, genau. 227. So, 227. Okay, check so. Okay, und jetzt. 45 Sekunden sind um. In den Sinkflug reingehen. 400 Fuß leicht. Genau. 20 Grad Bank, nicht mehr. Super, machst du das. Und sinken, sinken. Du läufst aus. Ja. Geht runter. Okay, Gear down. Gear down. Sehr schön. Und das so halten. Das erstmal halten. Du hast auch noch das Navigation Display, um ein bisschen zu gucken. Genau. Langsam wieder gerade ausleveln. Die Sinkrate auf 700 Fuß erhöhen. Und nicht zu weit kurven, nicht zu weit kurven. Wieder zurück. Schnell, schnelle Bewegung. Ja, nicht zu weit zu dicht werden. Flaps 3. Speedcheck, Flaps 3. Meine Sinkrate ist zu hoch. Ja, du siehst, genau, du siehst dein Jojo, ne? Ja. Flaps full. Speedcheck, Flaps full. Okay, Landing Checklist, das heißt also Gear Flap Spoiler ist okay, Landing Checklist completed. Da vorne ist die Bahn. Genau, siehst du auf dem Navigation Display auch gut. Das Jojo, das hilft dir. Sehr schön. So, wir sind in 900 Fuß und du bist mehr oder weniger, du hast jetzt auch deinen blauen Strich im PFD, ne? Das ist der Landebahnkurs, nicht die Landebahn, aber der Landebahnkurs. Ja. Und die Papis sehe ich auch gut. Genau, du bist stable. Du bist genau drauf und bist stable. Genau, hast einen gewissen WCA, hervorragend. Wenn es gleich zum Go-Round kommt, Go-Round Flaps, ein Step, Positive Climb Gear Up, Autopilot on. Ja. Sehr schön, also das hat schon mal gut geklappt. Du siehst, du bist gut drauf. Ja, das sieht gut aus. Ein bisschen vorhalten, Wind kommt von links. Bin ein bisschen, ja, sind bisschen aber nur tief. 10 Knoten. Ja, ein bisschen tief. Warum kommt er von links? Wir haben eigentlich eingestellt von. Ja, gut, okay. Dann, ja. Okay, wir haben uns 180 Grad geirrt. Okay, doesn't matter. Das Sinken nicht vergessen. Denk an das Jojo. Okay, go round. Go round flaps. Folge dem Flight Director. Folge dem Flight Director. Moment. Positive climb. Gear up. Autopilot on. Autopilot on. Track FPA. Pull heading. Sehr schön. Und lever climb. Und flaps one. Sehr schön, haben wir noch geklappt. Oh, genau, pull und S-Speed. S-Speed. Bisschen Finger Trouble hier, so okay. Sehr schön. Ah, genau, ging doch. Gut, und gleich wieder rein, so, 047. Gleich wieder rum. 047. Genau. Okay, After Takeoff Checklist. Da haben wir Gear Flaps Pack Sparrow. After Takeoff Climb Checklist completed. Still in Flaps 1. Yep. So, jetzt siehst du auch die auf dem Navigation Display die Abweichung. Wir sind jetzt bei 0,7 Meilen, ne? Ja, 0,8 gerade. Also wenn wir so irgendwo uns um 2,5 Grad befinden, dann ist das... Warte mal, kurzer Checkblick. Gut, eingedreht, 047, Flaps 1 und das würde ich Activate Approach Phase machen. Genau, wichtig und gleich wieder Manage Speed. Manage Speed, na komm her. So. Da ist unser Flughafen. 2,1 Meilen Abweichung. Ist das okay? 2,1 Meilen?
Super, ja. Ja? Ist ideal. Ist okay. Ideal. Dann kommt als nächstes wieder Chrono. Genau. Flight Director off, kannst du schon machen, bitte. Flight Director ist off. Genau, Autopilot lassen wir diesmal noch an. Gut, Chrono Start. Und ich würde dann auch gleich Flaps 2 machen. Okay, Speed Check, Flaps 2. So, als nächstes Autopilot off und den Landebahnkurs eindrehen. 227. Würde ich vielleicht genau. Schon bei 30 Sekunden machen, wäre das okay? Ja, würde ich machen, damit du nicht zu weit, ja, zu weit nach abweichst. Mhm. Okay. Autopilot off, set runway track. Runway track 227. Okay, super. Guck, 43, 44, 45. Okay. 20 Grad Bank, Sinkrate sofort, hast du schon 500 Fuß, okay. Ja, muss ich aufpassen, dass ich nicht zu doll sinke. Und Gear Down. Ja, genau. Gear Down. Sehr schön machst du das. Du siehst, du bist etwas zu hoch. Ja. Wie viel? Ein bisschen. Ja, genau. Jetzt kannst du ein bisschen erhöhen, vielleicht auf 800, 900. Schon bei Flaps 1000. Flaps 3, Speed Check, Flaps 3. Oh, ich bin zu lang. Ich sink zu schnell. Flaps Full. Speed Check, Flaps Full. Ich bin noch ein bisschen hoch und okay. Muss jetzt sehen, dass ich Landing hier den... Landing Checklist. Ja, ist okay. Gear Flap Spoiler. Landing Checklist completed. Warte mal, ich steige. Das ist nicht okay. Nicht ausleveln. Nee. Ja. Genau. Da ist die Bahn. Bin noch ein bisschen hoch. Jetzt fange ich ihn ein. Ja, ich gucke maximal 1000 jetzt, ne? Ja. Ja, du bist auf jeden Fall schon stable wieder. Wir sind in 720 Fuß, also super. Warte mal, der Wind drückt mich aber rüber. Ich muss ein bisschen vorhalten. Sehr gut. Klappt sehr gut, Stefan. Ich bin auch hier hoch konzentriert. Denk dran, lass du gleich, wenn wir den Go-Round fliegen. Ja. Also, Positive Climb Gear up. Autopilot on Climb Thrust. Ne? Go round Flaps und Flight Director fliegen. Zieh das Ding in den Flight Director rein, das ist wichtig. In den Flight Director rein. Positive climb Gear up. Autopilot on. Climb und Climb Thrust. Climb Thrust. Und Flaps. Ja, du hast noch Zeit, hast noch Zeit. Du bist ja ein Climb Source, jetzt hast du Zeit. Track FPA. Ist drin. Nee, ist nicht drin. Oh shit, ja, irgendwie. Jetzt ist drin. Okay, jetzt kannst du es machen. Flaps 1. Flaps 1. Das waren 100. Und SP. 87 waren das. Guck einfach auf die Speed-Anzeige, das ja. Reicht. Ob, da, okay. Ob du die 101 Knoten triffst oder so, ist völlig uninteressant. Okay. Jetzt. Oh, jetzt hast du aber früh reingedreht. Das ist sehr früh. War ich zu früh? Ja, du hast die. Bist gerade mal End of Runway. Aber gut, okay. 947. Oh, 947, komm. 047, okay, gut. Genau. Sehr schön. After Take of Schengen, Landing Gear, Flaps, Tech, Sparrow. Alles super. Kurzer Blick nach draußen. Oh ja, das ist wirklich ein bisschen knapp. Okay, gut, dann. Ja, ist kein Problem. Jetzt sind wir ein bisschen dicht, das heißt, du könntest jetzt schon
Ausleveln? Du bist ja jetzt fast im Downweg. Nee, nicht. Oder ein bisschen. Hier. Nee, lass es. Activate Approach Phase. Manage Speed. Warte mal. Ich hab mich verklickt. So. Genau, Manage Speed. Speed managed. Okay. Blick da, ja, ein bisschen näher dran jetzt. Chrono wieder resetten erstmal. Jetzt resettet. Und Chrono an. Und gleich Flaps 2. Sehr schön. Gleich Flaps 2. Flight Director off. Flaps 2. Speed Check Flaps 2. Speed geht zurück, das ist sehr gut. Das nächste ist Autopilot off bei 30 etwa. Und dann den Runway-Kurs einstellen, Set Runway-Track. Das ist anstrengend, ne? Ja, du musst konzentriert sein einfach. Das ist so, auf Autopilot off. Set Runway-Track, 227. Nicht sinken. Und Linkskurve, genau. 20 Grad Bank und sinken mit 400 Fuß. Richtig. Nicht mehr. Nee, nicht mehr, denn du hast schon 100 Fuß verloren. Gear down. Das hilft mir ein bisschen. Gear down. Zieht mich ein bisschen nach unten. Sehr 900 schön. Fuß, warte mal. Ja, ja. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu schnell sinke. Jetzt kriege ich einen eingefangen. Okay. Jetzt kommt er. Okay, wieder ausleveln, Flaps 3. Speedcheck, Flaps 3. Flaps full. Flaps full, Speedcheck, Flaps full. Landing Checklist, Spoiler Gear Flaps. Landing Checklist completed. Wo ist meine Bahn? Da ist meine Bahn. Warte mal, ich sink zu schnell. Ja. Ich sink zu schnell. Ja. Ich sink zu schnell. So, jetzt. Hast ein bisschen zu früh eingekurvt, ne? Ja. Aber ich hoffe, der Wind drückt mich jetzt sowieso ein Stück nach links. Ja, bei 10 Knoten, das ist nicht so viel, ne? Bin noch ein bisschen tief. Ja, wir sind 600 Fuß jetzt, aber du hast ja noch 100. Jetzt 500. Okay, und Wings Level, damit wir die Stabilization-Kriterien erfüllen. Gut. Sehr schön. Stable, keine Frage. Das GPWS meckert mich hier an. Too low terrain. Könnte man vielleicht ausschalten, ne? Ja, wir machen das gleich komplett aus. Wir schalten das komplett mal aus gleich. Das scheint dann ein Bug zu sein, dass der immer ein ILS erwartet und dann auch Gleitslup schreit oder so. Das ist natürlich albern. Also für die Zuschauer, wir haben oben das GPWS für den Gleitslup ausgeschaltet, aber wir schalten gleich mal komplett alles aus. Denk dran, du hast Wind von links, ne? Bis zu weit rechts. Ja. So, jetzt haben wir eine Rejected Landing. Wir sind schon ziemlich tief. Also Go-Round. Nur Go-Round. Go-Round. Flight Director reinziehen. In den Flight Director reinziehen. Sehr schön. Positive Climb. Flaps Gear. Flaps und dann Gear. Flaps Gear. Autopilot on. Autopilot on. Track FPA. Pull. Climb Thrust. Climb Thrust is set. Und Flaps. Flaps 1, ne? 1. Ja. Und S-Speed. Pull. Sehr schön. Klappt hervorragend. Oh, Stefan, krass. Gut machst du das. Dankeschön. Richtig gut. Ja. Jetzt machen wir die Kurve ein bisschen weiter, ne? Jetzt ziehe das mal ein bisschen geradeaus. Okay. Jetzt ist auch das VOR, ne? Oder Alf ist das, glaube ich. Oder so. Ja, Alf ist das, genau. Und eigentlich müsste er gleich piepen, aber. Nee, das ist das Stadion, Ingo. Das ist das Stadion hier. Ach, das ist das Stadion. Das ist das große VOR. Okay, so, dann wieder. 047.
047. After takeoff, landing gears up, flaps 1, packs on, bow rev, still set 1013 after landing, after climb oder takeoff checklist completed. So, gehen wir ins Overhead Panel, schalten wir das komplett aus, bitte. Overhead Panel, gehst du auf Terrain, einmal Terrain da ausschalten. Auf Sys, nicht das. Nee, auf Sys. Das muss anbleiben. Das musst du ausmachen, genau. So? Und G, ja, okay, das ist so. Ist egal. Ist gut, so? Okay. Ja, wir machen das bei der nächsten Runde nochmal. Gucken, ob er uns jetzt nochmal anmeckert. Das GS bräuchte man jetzt nicht noch ausschalten, weil wir haben mit dem Sys haben wir alle 5 Modi ausgeschaltet. Okay. Also wir brauchen nicht jedes einzelne ausschalten, wenn man das ganze System ausschaltet. Okay, so läuft das sehr gut. Wir werden gleich in den Downwind wieder einfliegen. Dann das nächste Step wäre jetzt Activate Approach Phase, Set Minute Speed. Dann Flight Director Off, Autopilot Off. Approach Checklist, die lassen wir. So, Speed is managed. Flight Director Off. Genau. Kurzer Blick. Da, okay, jetzt sind wir ein bisschen weiter weg. Ja, Autopilot off. Autopilot off. Approach Phase hattest du ja schon aktiviert. Ja. Ist ja schon auf Manage Speed. Hervorragend. Moment, was will er von mir? Er will hier Autopilot off, ja, alles klar. Ja. Disregard. Und jetzt einfach schön Track FBA fliegen. Gar nichts hier, der Wind pustet mich irgendwie weg hier, komisch. So, Krone on. Naja, disregard. Ja. Z-Runway Track, 227. Check. So. Oh, warte mal jetzt. So, Flaps 2. Speedcheck, Flaps 2. Nicht steigen. Nee, machst du gut. Also plus minus 150, überhaupt kein Problem. Okay. Also sehr gut. Dankeschön. Weil du dabei bist, Ingo. So, der sinkt. Da kann ich dir nicht helfen, das machst du ganz alleine hier, ganz klasse. So, 39. So, 5 seconds to go. Das sinkt schon wieder. Okay, und Kurve einleiten. Sinkrate 400 Fuß. Runter mit dir, los. Okay, und geh down. Geh down, sehr schön. Sinkt, das Gear zieht dich runter jetzt, ne? Muss man hier ein bisschen gegenfahren. Ja, ist ja gut. Du bist ja, guck auf das Jojo. Das Jojo zeigt dir eine ganz gute Hilfestellung an, ja, ne? Deswegen ja. Haben wir ja auch den Centerfix gewählt, da diese 5 Meilen. Flaps 3. Speedcheck Flaps 3. Flaps full. Speedcheck Flaps full. Und auf 700 runter. Ja, Landing Checklist, Spoiler Flaps Gear, Landing Checklist completed. Und rum, denk dran, dass du nicht zu früh einkurfst. Okay, das scheint aber gut zu werden jetzt, ja, sehr gut. Da ist die Bahn. Komm, runter. Ja, sieht gut aus, Ja, die Papis sagen ja. So, aufpassen, dass ich nicht über die Sinkrate. Und ich muss Windwinkel vorhalten. Wind kommt von links. Ja, muss vorhalten. Ja, ich überschieße hier, ich sehe das schon. Aber das ist alles im Rahmen, ne? Das ist jetzt noch überhaupt kein Problem. Ja, du bist gerade mal jetzt 175 Meter davon entfernt, ne? 0,1 Meilen ungefähr, ne? Ja. Oder 185, ja. Das passt schon. Sehr schön.
Wir fliegen es auch etwas weiter über die Randewehr erstmal hinaus und wenn wir dann Anfang Downwind sind, dann kannst du gerne mal den Simulator pausieren, damit du eine kleine Pause hast. Ja, aber du siehst, du bist nicht ganz drauf, ne? Nee, das ist, ich hab hier nicht bisschen... Nicht warten, immer sofort korrigieren. Nicht warten, dass das automatisch passiert, sondern du musst von dir aus sehen, dass du schnell korrigierst. Denn die Korrekturen werden immer schlimmer, je länger du wartest. Ja, komm, nicht, bin ich ganz parallel hier, ne? Guck mal, hier ist... Nee, das ist ein Go-Round. Go-Round, Flaps. In den Flight Director reinziehen. Positive Climb. Gear up. Autopilot one on. Lever Climb. Track FPA. Pull Heading. Wieso ist denn das Track FPA jetzt, oder? Doch. Und Flaps 2. Nee, Flaps 1. Flaps 1. Und S-Speed 187. So. Schalte wieder auf Track 227. Warte. Okay. Das war jetzt parallel zur Runway wegfliegen. Okay, dann haben wir die After Takeoff Climb, Landing Gear Up, Flaps 1, Packs On, Baurev Still 1013, After Takeoff Climb Checklist completed. Gut, dann gehe ich wieder links rum. Ja. 047. Und Anfang Downwind sagst du pausieren? Ja. Okay. Ne, damit du mal ein bisschen durchschnaufen kannst. Genau, kann man ja mal gucken. Was haben wir da hinten? Da haben wir die. Das ist die Alster hier? Oh, genau. Dort ist hier irgendein Hochhaus. Da geht mein Vater immer schon seit 70 Jahren jeden Tag einmal drumherum. Echt? Cool. Ja, seit 70 Jahren. Also, wenn der das mal bei Guinness Buch der Rekorde angemeldet hätte, wäre er auf jeden Fall drin. So, es ist Hammer. Es sind immer 8 Kilometer ungefähr einmal rum. Knapp. Das ist so eine Joggingstrecke auch da. Joggen ja ganz viele. Dann heißt, er wohnt auch in der Nähe von der Alster. Nee, aber er sagt den Bäumen, die kennt er alle schon. Er sagt den Bäumen schon guten Tag. Das glaube ich. Ist krass. Die sind da wahrscheinlich teilweise genauso alt, wie er da schon rumläuft. Ja, ja. Okay, dann machen wir eine Pause. Gut, pausiert. Sehr schön. Okay, also, dann verschnauf mal ein bisschen. Wir können das ja mal eben durchgehen. Also, was wir festgestellt haben beim Takeoff, war das ja alles relativ entspannt. Aber wir sehen, sobald wir ein Goron fliegen, dann sind wir ganz schnell an den 1500 Fuß. Ja. Das heißt also, wenn wir diesen Climb Thrust zu setzen, da muss man sehen, dass man sehr, sehr schnell das macht. Denn das geht ruckzuck dann. Ne? Deswegen sofort Autopilot on. Du kannst von mir aus auch Autopilot on, dann auf Climb Thrust und dann Track FPA und Pull Heading machen. Kannst du auch machen. Ja, das wäre wahrscheinlich lieber. Das kann man aber nicht, das kann man nicht auf die Sekunde sagen. Das hängt davon ab, wo fliegen wir. Zum Beispiel fliegen wir in 100 Fuß den Go-Round oder Rejected Landing, dann sieht das anders aus, als wenn wir das in 500 Fuß fliegen. Ja, es geht halt sehr, sehr schnell. Es geht halt alles sehr, sehr schnell. Es geht sehr schnell. Ja. Deswegen, also diese Liste, die wir hier haben, na, die ist jetzt für die erste Platzrunde, passt die ideal. Aber danach hatten wir geschrieben, beim Crosswind Lag, ne, dass wir dann letztendlich auf Flaps 1 gehen. Aber wir sehen, das ist schon etwas früher. Ne? Das ist schon beim Go-Round in dem Departure-Sektor schon, ne, auf dem Departure Lag. Ja. Ne? Genau. Aber wie gesagt, im Moment muss ich sagen, klappt das also wirklich hervorragend. Du weißt genau, was du zu tun hast. Wir haben bislang grundsätzlich immer den Visual sehr, du bist da nicht sonst wo rausgekommen, sondern es war alles im Limit. Die Sinkrate, du warst nicht viel zu tief, du warst nicht viel zu hoch und du siehst, das Jojo hilft dir auch. Das hilft extrem, ja, absolut.
Ne? Also der gerade natürlich, auch wenn man hier am PC ist und dann musste man da rausgucken und Menü fliegen, das ist ja alles nicht so einfach. Das kann man, wenn man vielleicht ein paar Monitore hat, dann geht es vielleicht einfacher. Aber wie gesagt, das Jojo hilft. Das hilft uns ja in der Realität auch. Ja. Nur da habe ich den Kopf, da kann ich dann wirklich mal nach links gucken oder so, ne? Was ein bisschen stört, ist halt der Seitenwind. Also das auszukorrigieren jetzt per Hand und per Gefühl, das ist eine Sache, kommt noch erschwerend hinzu bei der Landung. Genau, und das sind nur 10 Knoten. Aber das ist das Schöne beim Airbus, dass wir hier eben halt auf Track FPA schalten können und damit fliegen wir einen Track. Also der Wind, selbst wenn er 300 Knoten von der Seite hat, wäre für solche Sachen egal. Wo es denn nur schwierig wird, ist, wenn wir natürlich die Maschine in die Hand nehmen, weil dann ist es nicht mehr egal. Ne? Ja. Ne? Ja, das klappt wirklich gut, Stefan. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Okay. Wirklich. Also, damit habe ich nicht gerechnet, dass das so. Ich hab das ja schon im Vorspann angekündigt, weil ich war mir nicht sicher, dass das überhaupt nur einigermaßen klappt. Aber das ist schon wirklich Hammer. Das sollen erstmal Leute nachmachen. Da bin ich mal gespannt. Also wenn du mir jetzt noch Funk aufdrückst, Ingo, dann bin ich echt im Over. Naja, Moment mal. Dafür hast du ja normal auch den Pilot Monitoring. Ne? Ja. Also ist schon nicht ohne, das Ganze. Ja. So, du kannst jetzt nochmal die Pause wegdrücken und ins Overhead-Panel gehen. So, und du siehst jetzt dort, du hast beim GPWS hast du den SYS-Schalter. Ja. Und wenn du den ausschaltest, dann schaltet er alle 5 Modi aus. Das heißt GS-Mode, Flap-Mode. Ne? Genau, kannst du ausschalten, ja. Kannst du ausschalten, genau. Und und jetzt kannst du wieder zurück. Jo. Dann machen wir so, mal. So, Flight Director off, Autopilot off. Warte. Flight Director off. Autopilot off, Manual Flight. Mhm. Ich erinnere nochmal die Zuschauer, dass das natürlich nicht der Knopf ist, wo wir den Autopiloten ausschalten, ne? Sondern das ist der rote Knopf, der Autopilot Disconnect Button, ne? Der Change Over Button am Side Stick. Aber dadurch, dass du da sowieso jetzt mit der Maus zugange bist, ist es für dich natürlich einfacher, deswegen ist das okay. Also nur, dass die Leute nicht denken, man schaltet da den Autopiloten aus. Ne? Keine Ahnung, was er jetzt macht hier. Ich mache eigentlich gar nichts und er schüttelt mich hier durch. Ja, das ist eben halt das, was ich jedes Mal wieder moniere. Die Simulatoren sind nicht in der Lage, nur einigermaßen mit Wind und so weiter umzugehen, denn bei 10 Knoten hast du diesen ganzen Kram hier überhaupt nicht. Ne? Überhaupt nicht. Ja, guck mal, ich mach gar nichts, ne? Ich lass ihn. Ja, er schüttelt hier und schüttelt und macht. Katastrophe, ne? Okay, dann. 39. Wieder rum. Ja. Okay. Den Track brauchst du jetzt nicht einstellen, Disregard, lass das erstmal so, haben wir jetzt vergessen. Sinken, er steigt, muss aber sinken, Gear down. Was runter mit dir. Guck mal, ich mach eigentlich nichts. Ich lasse den Joystick komplett unberührt und der schaukelt hier, als hätte er sonst was für Gegenwind. Ich bin deutlich zu hoch jetzt. Dafür fällt er jetzt runter. Oder? Ja, weitermachen. Flaps 3, wichtig. Flaps 3, Flaps Full, sofort, denn du bist zu hoch. Ich bin deutlich zu hoch. Ich krieg ihn gerade nicht eingefangen hier. Ich weiß nicht warum. Bank zu steil. Ja. Warte mal. Flaps full, du bist immer noch nicht auf Flaps full. Ja, bin noch viel zu hoch. Das ist schon mal. Das ist ein Go-Round vom Feinsten hier. Wahrscheinlich, müssen wir mal gucken. Ja, noch ist ja das Spiel nicht oben. Lass ihn mal sinken noch. Ja, genau, 1000 Fuß, nicht mehr. Sink Rate. 1000 Fuß, genau. Und wieder Wind vorhalten. Du hast immer so einen Rechtsdrall. Der Wind kommt von links. Gleich gegenhalten. Jetzt schon, genau. Das wird nichts mehr. So. Nee, das macht nichts. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt einen Go-Round fahren, dann sind wir sofort in 1500. Ja, lass mal weiter durchsinken. Das ist auch im wirklichen Go-Round-Fall der Fall. Man kann gerne runterfliegen bis kurz vom Minimum und dann den Go-Round machen, damit man eben halt die 1500 oder Mist Approach Altitude nicht überschießt. Das ist durchaus legitim. Aber das Jojo kommt rein. Wollen wir mal gucken? Ah, na, schaffst du nicht mehr in 100 Fuß. Nee, bin zu hoch. Warte mal.
Egal, wir wissen, dass wir durchstarten müssen. Okay, wissen wir, aber wir fliegen trotzdem noch etwas weiter runter. Damit wir uns damit ein bisschen Margin einbauen. Die Maschine ist sonst nicht in der Lage, an 1500 Fuß auszuleveln. Ne? Also wenn du jetzt einmal einen 1000 Fuß einen Go-Round machen würdest und nach Tunga gehst, dann würdest du die 1500 Fuß übersteigen. Ja. Okay, Go-Round. Go-Round Flaps. In den Flight Director reinziehen. Voll reinziehen, genau, dafür haben wir ihn. Positive Climb. Gear up. Gear up. Autopilot on. Okay, Climb Thrust. Und jetzt schon Flaps 1? Flaps 1, no, Flaps 1, ja. Und genau, und die S-Speed. After takeoff climb checklist, landing gear up, flaps 1, packs on, Bauref 1013, after takeoff climb checklist completed. Track ist 2 zu 7, ne? Ja. Ja. It's confirmed. Gut, track, alt. Schon rum jetzt? 047? Ja, wenn du möchtest, ja. Okay. 047. Kurzer Blick nach draußen. Ja. Da sind wir, da ist die Bahn. Mhm. Da kurven wir ein. Hinten ist wieder, da ist der Hafen, Elbphilharmonie. So ein Kreuzfahrtschiff hier. Fernsehturm. Radisson SAS Hotel soll das wahrscheinlich sein. Außen Alster. Das ist SAS, ja. Ja, ne, sieht so aus, ne? Am Dammtor. Das Volksparkstadion, das ist ja, sind wir grad drüber. Hinter dir, ne? Ja. Hier ist Stelling, hier, das mit der S-Bahn, das ist das Volksparkstadion. Ne? Genau, da ist das Volksparkstadion. Gut, dann Activate Approach Phase. Sehr schön. Speed Managed. Very good. Aber du siehst, du kriegst jetzt eine relativ schon, obwohl wir so viel machen müssen, eine gewisse Ruhe in deinen ganzen, in diese ganzen Abläufe rein, ne? Ja, es ist eine gewisse Routine, die sich dann entwickelt nach so ein paar Runden. Ja. Ja. Das merkt man ganz deutlich. Du hast plötzlich komplett Zeit, ne? Stimmt, genau. Kann man noch ein bisschen quatschen hier, genau. Ja, wirklich. Also hier gerade im Downwind-Lag, da ist eigentlich am meisten ja, Zeit. Flight Director aus, ne? Denk dran. Autopilot Flight Director off. Aus, Autopilot off. So, mal gucken, ob er mich jetzt wieder durchschüttelt. Ja, guck, ich mach nix. Nix. Ja, das ist eben halt. Sie haben keine Ahnung, wie man sowas umsetzt. Muss ich gegenhalten. So, Chrono geht jetzt an. Checkt. Und Flaps 2. Checkt. Komisch, immer im Downwind geht der hier. Spinnt, fängt an zu spinnen hier. Egal, müssen wir. Ist egal, Chris. Ist ja ganz gut, ja. Genau, müssen wir mit umgehen. 32, 3. Denk dran, dass du nachher in den Final etwas früher einkurfst, damit du nicht wieder rechts rauskommst. Ja. Sinkt jetzt schon, das ist nicht okay. 5 Seconds. Und Left Turn. Start turning. Und get okay, out. Runway Track hast du vergessen, macht aber nichts, lassen wir mal so. Brauchst du jetzt nicht, nicht dass du abgelenkt wirst. Okay. Das ist ja sowieso nur für den Runway Track, für das PFD, ne? Dadurch aber visual bist, so what. Ne, nachher beim Go-Round. Wenn ich dann ziehe und der Kurs nicht drin ist, dann fängt er an, mir wegzudrehen. Okay, warte, oh, ich sink zu doll, ich sink zu doll. Weil du hast ja den aktiven Track dann. Flaps 3. Und Flaps 4, ja, ich bin zu hoch. Ja. Richtig. So, und gleich sink gerade 1000 Fuß. Ja. 1000 Fuß sink gerade.
Aggressiver fliegen, aggressiver fliegen. Ja, du siehst, du bist schon bei 31 Grad Bank jetzt, ne? Ja, irgendwie kriege ich ihn hier hinten nicht. So, warte mal, aber das könnte doch noch was werden hier, warte. Ne, das ist jetzt okay. Du bist jetzt in 600 und ein paar zerquetschte. Aber du hast schon wieder die Tendenz. Guck mal, wo dein Track hingeht. Dein Track geht nach rechts, ne? Genau. So ist gut. So, Landing Checklist. Spoiler Flaps Gear. Landing Checklist completed. Sehr gut. Auch hier schon wieder etwas weiter zu weit rechts. Ne? Ja. Du musst mit der Schnauze ungefähr 4 Meter oder so links auftreffen, dann wäre es richtig. Und weiter. Das wäre eigentlich schon. Ist naja, zu doll, ne? Ist zu doll, oder? Ja, das ist schon zu krass. Go round. Go round. Flaps. In den Flight Director ziehen, in den Flight Director ziehen. Positive Climb. Gear Flaps up. Gear. Die Flaps nicht zu früh machen. Autopilot on. Track FPA. Ah, okay, ich sehe das schon. Ne? Mhm. Guck mal, ist die da weg? Ja, ja, das ist aber. Der zieht weg, ne? Also, weil der Runway-Track ja, ja. nicht eingestellt war. Ja, ja. Da hätte es einmal drücken können und wieder nochmal. Na, ist egal. Es spielt keine Rolle. Flaps dann gehen wir gleich jetzt auf den. Ist egal. Nicht so wichtig. Geh jetzt gleich auf den Downwind. Warte. Flaps 1. Warte. So. Okay. Okay, das ist jetzt ein bisschen hin und her. Ne? Also, das müssen wir dann nochmal machen. Also, denk dran, dass du immer die Reihenfolge einhältst. Ne? Mal, du hattest nämlich jetzt mal, jetzt geht er mir nach rechts rum, warum das? Mach nach links wieder, mach nach links. Oder Autopilot off, Autopilot off. Ne? Autopilot off und du machst das Ganze jetzt manuell. Genau. Flight Director off. So darfst du nämlich nicht fliegen manuell. Da hast du keine Zertifizierung zu. Ja, genau. Das darfst du machen, aber nichts anderes. Und cool. Schön den. Genau, schön, nicht steigen. Aggressiver fliegen. Genau, und wieder zurückkämpfen auf 1500. Bang zu doll. Mal wieder wegschaukelt hier. Und wieder auslevel. Hier gerade, Wings Level, ne? Guck mal, wo du hinkurfst. Ja, 047. Achso, nee, sorry. 047, nee, nee, das ist der andere. Nee, nee, sorry. Ja, ja, mein Fehler. Das ist das Radial da, ja. Genau. Okay, jetzt kommst du sehr dicht wahrscheinlich. Mal gucken. Ja, jetzt komme ich dicht. Mach mal 060. Genau, das ist ein bisschen sehr dicht. 060 und dann Autopilot on. So, Activate Approach. Guck mal hier, wo du das Ding. Was macht er da? Ja, ich lass die. Ich habe den Stick voll losgelassen jetzt. Aber er schaukelt hin und her, als wie nichts Gutes. Keine Ahnung warum. Okay. Warte mal, das kriegen Activate wir wieder. Activate Approach Phase. Manage Speed. Speed managed. Jetzt mal ein Stück weg von der Runway hier. Da ja. Ist sie. Und dann können wir wieder auf 047 gehen, oder? Genau.
Ja, das erscheint mir jetzt sehr dicht, aber gut, mal gucken. So, wir machen jetzt eine schöne Platzrunde noch, ein Okay. Traffic Circuit. Okay. Dann machen wir die nächste, machen wir mal ein Touch and Go. Das können wir von mir aus noch zweimal machen. Und dann ist auch die Konzentration vorbei. Und wieder zurück auf 047. Und für 7, ja. Kurzer Kontrollblick. Okay. Und Chrono geht an. Chrono. Und Flaps 2. Speedcheck, Flaps 2. Kannst noch mal jetzt einen Augenblick drin lassen. Du kannst bei 30, ne? Denk dran, dass du Autopilot aus und dann den Den Track Track. richtig setzt auf Runway Track. Ja. 227. Aber wir müssen bei der nächsten dann sehen, dass du dann wirklich den Autopiloten auch richtig ausschaltest, ne? Und rum. Okay. Ja. Und gleich Sinkrate 400 Fuß. Du musst halt ein bisschen aggressiver fliegen. Aber da sind natürlich auch die Joysticks eben halt das Problem. Das ist auch das, was ich in dem Statement angesprochen habe. Das ist Ja, dann alles etwas schwierig. Gewöhnungssache ist das. Flap 3. Speedcheck plus 3. Und runter, 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 runter hier. Ja, genau. Flaps voll. Flaps voll, Speedcheck Flaps voll. So, da kommt meine Bahn. Guck auf das Jojo, das ist schon mal ideal dann, ne? Okay. Spoiler Flaps Gear. Landing Check is completed. Warte, Und warte. rum, rum. Denk dran, du hast Wind von links. Und schön so Sinkrate, ja, ist ein bisschen hoch, ne? Sinkrate. Okay, so ist gut. So, und so lässt du das ausleveln, ausleveln. So. Und wieder zurück. Und jetzt wieder noch weiter links. Denn der Wind schiebt dich ja etwas weiter nach rechts rüber. Noch mehr, mehr Bank, mehr Bank, mehr Bank. So ist gut, mehr Bank, so ist gut, mehr Bank. Und so lassen, so lassen, so lassen, so lassen, so lassen. Und wieder ausleveln. Sofort ausleveln. Schneller. Ah, so ist gut. Sehr gut. 500 Fuß stable. Und so lassen. So lassen. Der Wind dreht sich sowieso nach rechts raus. Okay, Also so gut. bleiben. So als Okay. ob du links landen würdest. Ja, okay. Das hängt natürlich vom Wind ab. Wenn ich natürlich noch mehr Wind habe, dann. Du siehst, du wirst nach rechts Mhm. schon Ja, hingeblasen, wird ne? versetzt, wird versetzt, ja. Sehr schön. So, kommt jetzt noch ein Go-Round, Ingo, oder? Es kommt noch ein Go-Round, ja. Gut, okay. Oder Rejected Landing, je nachdem. Und wieder schon ein bisschen wieder nach links. Ah, so ist das gut. So ist das gut. Siehst du? Und so lassen. Und wieder Wings Level. Wings Level. Aha. Okay, Go-Round. Around. Keine Flaps, keine Flaps. Warten, warten, warten. Flight Director reinziehen. In den Flight Director reinziehen. Positive Climb, Gear. Flaps Gear. Na, Ah, erst Entschuldigung, Flaps, dann Entschuldigung, Gear. ja, erst Flips in hier. Autopilot One. Ja. Track FPA. Full Heading. Climb Thrust. Gut. Jetzt geht er mehr runter auf S, so soll's sein. Genau. Track FPA ist drin. Ist aber ein bisschen rüber, ist ein bisschen weit jetzt. Jetzt sind wir schon nur am Hafen. Aber das war jetzt dieser Trust-Geschichte geschuldet. Trotzdem auch mal schön den Hafen zu sehen. Ja. Der wird natürlich mit dem Microsoft Flugsimulator noch schöner Ja, viel sein. detaillierter. Aber wenn man es kennt, wie es wirklich aussieht, dann
kann man so ein paar Sachen erkennen. Aber das Haus hier. Ich denke mal, du bist, du solltest, ja, ich glaube, du bist ein bisschen zu eng jetzt, ne? Ja, aber kann ich mal hier 060 wieder ausleveln? Oder? Ja, bis wird zu eng sein. Guck mal, du bist ja, kannst ja schon fast. Ja, kannst schon auf der Gegenwart landen. Ja. Activate Approach Phase. Speed managed. Ja, after takeoff haben die gelesen. Ja, haben wir wohl gelesen, ne? Ja, landing gear, flaps, packs protected and bow with. After takeoff climb check is completed. So, 2,3 Meilen, jetzt kannst du zurückkommen. Das ist eine gute... 2,3 ist gut, ne? Sagst du, ja. Ja, das ist gut. Alles so, du kannst auch noch, sag mal, 2,5, maximal 3, sonst wird es zu weit weg, ne? Mhm. So, Flight Director off, Autopilot off. So, beim Touch and Go. Guck mal, es fängt schon an, hier rauszudrehen, ja. Ja, egal, konzentriere dich. Beim Touch and Go ist es jetzt ist es letztendlich auch nicht schlimm. Wenn du getouched bist, ja, dann musst du auf jeden Fall zwei Sachen machen. Die Klappen auf 2 wieder fahren. Mhm. Ne? Mhm. Also 2 Stufen wieder zurückfahren und dann wieder Toga. Okay. Und kein Reverse natürlich, ne? Um Gottes Willen. Ja. Einfach normal touchen, dann hast du Zeit, Flaps auf 2 und sofort Toga setzen und dann bei der Speed, sag ich dir Bescheid, dann wieder okay. Nach oben. Also erst Flaps und dann Toga. Ja. Okay. Wieder hin und her schaukelt hier. So, auf Krone on. Ja. Denk dran, du bist ein bisschen weiter weg jetzt. Ne? Wir waren sonst immer innerhalb der 2 Meilen. Das heißt, das Base Leg wird wahrscheinlich jetzt wirklich ein bisschen geflogen werden, bevor du dann in das Final turnst. Ja, okay. Flaps 2? Hast du schon? Flaps 2, ne. Der wieder schaukelt wieder. Ja, gut. Keine Ahnung. What? Ja, muss ich mit umgehen. Das ist halt so. Ohne wäre einfacher. Denk dran, dass du immer auch diesem, genau, dem Track fliegst, ne? Dafür haben wir den da im PFD. Achso, jetzt schaltest du schon um, okay. Ja, genau. 227. Okay, on turn. Ne, 227 ist das, nicht 226. Okay, egal. So, und genau, wieder die. Get down. Richtig. Sink rate. Ist gut, sieht gut aus. Lass es so, 20 Grad Bank. Nicht zu früh die 700 Fuß einnehmen, denn du bist sowieso noch weiter weg. Okay, Flaps 3. Lass mich checken, Flaps 3. Nicht ausleveln, nicht ausleveln. Ja, ich muss immer die Hände... Flaps full. Speed check, Flaps full. Okay, sink gerade 1000 Fuß, sonst wirst du zu hoch sein. Zu doll. Sink rate. Und so lassen, wieder ausleveln. Ausleveln, also nicht ausleveln hier, Wings Level. Ne, du siehst ja, die Bahn wirst du sonst nicht treffen. Genau, das Jojo kommt wieder rein. Oh, guck mal, wie der schiebt, ey. Gibt's ja gar nicht. Ja, wir können gleich mal den Wind ausschalten, weil das ist ja alles unrealistisch. Ja, ich mach nichts am Stick. Ich mach gar nichts im Augenblick. Ja, ja. Also das wird natürlich jetzt ein nicht stable Approach. Wir sind schon 500, ne? Ja. Das wird nix. Muss man nochmal durchstarten. Ja, müssen wir leider nochmal durchstarten. Müssen wir bei der nächsten Runde dann. Level mal aus.
versuche die Runway von der Centerline zu treffen und dann fahren wir in Go-Round. Also nicht versuchen, mit Gewalt die Landung zu erzwingen. Ne? Deswegen gibt es die 500 Fuß Stabilization Kriterien. Nicht weiter sinken. Alles klar, schön wieder Wings Level und Go Round. Go Round Flips. In den Flight Director ziehen. Genau. Pause the Flying. Gear up. Gear up. Autopilot on. Track FPA. Thrust Lever Climb. Climb und Flaps 1. Und wieder Track 227. Sehr schön. Und Full Speed. Genau. So. Du siehst ja, du stellst immer, das ist nicht richtig. Du stellst dir immer die 187 ein. Guck doch mal, wo die S-Speed ist. Die ist nicht 187. Hatte mir die, warte mal. Nee. Guck sie am Speedband. Guck das Speedband, ja. Da siehst du ja die S-Speed. 183 ist es. Ja, wir haben ja auch schon Treibstoffverbrauch. Stimmt, ja? Die hat sich geändert. Am Anfang war sie 187, ja. Nicht auf der MCDU, das kannst du vielleicht bei der ersten Runde machen, damit du eine einigermaßen Idee hast. Aber es wird dir ja genau angezeigt. Ne? Mehr brauchst du da nicht machen. Okay. So, jetzt fliegen wir nochmal 1-2 Touch and Go. Wenn wir die Runway treffen. Wenn das klappt. Ja, wenn man mich nicht wieder hier durchschüttelt. Ja, gut. So way. So. Ja, das können wir das mal ausschalten. Schalt mal eben das Wetter aus, den Wind komplett aus. Weil das ist ja völlig wieder Banane da. Sie kriegen es alle nicht hin. So, deleted. Okay. Apply. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ja, guck mal. Vielleicht muss ich erstmal fangen. 16. Ich denke. Ach so, jetzt gibt dir der 16 Knoten. Was soll das denn? Verstehe auch nicht. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Denk nur, jetzt hast du den Wind von der anderen Seite, ne? Jetzt habe ich Schiebewind, ja. Jetzt müsste ich eigentlich kürzer fliegen. Die 45 Sekunden. Genau. Können wir gerne jetzt mal aus Spaß mal einmal kurz machen. Ich meine, wir machen das jetzt echt schwer, aber gut. Okay. Activate Approach Phase, Manage Speed. Speed Managed. Flight Director off. So, wir können jetzt sagen, wir haben ungefähr 12 Knoten Rückenwind, ne? 15, sagt er, ja. Nee. Das sind nicht 15. Das ist, der kommt doch von links hinten. Das ist keine... Ach so, das okay, okay. Rücken, ja, alles klar. Also, Pi mal down 12. Wir müssen 12 Sekunden abziehen. Also sind wir bei, wir hatten 45 Sekunden, sind wir bei 33 Sekunden, ne? Okay. Schiebt hier noch und macht und tut, keine Ahnung. Warum. Ja, schalten wir gleich nochmal aus. Mal gucken wir nochmal. Start Chrono. Und Flips 2. Das gibt's nicht. Was haben wir gesagt? 30 haben wir gesagt, ne? 33 Sekunden. 33, okay. Autopilot off. Und der Track. Okay. Also muss ich jetzt alles gleichzeitig machen. Ist sehr schwer. Und mach's gut. So alles lassen. Passt hervorragend. Sidestick nicht bewegen. So ist gut. Und 227. Und gear down erstmal. 227.
Ja. 227. Genau. Und weiter in der Nähe. Flap 3. Wenn du siehst, dass du zu hoch bist, wenn das Jojo den nach unten abhaut, dann auf jeden Fall schon mal Flaps weiter ausfahren. Ja, jetzt spinnt er wieder hier. Keine Ahnung warum. Egal. Versuch dich da durchzukämpfen. Guck mal, wir sind sehr, sehr dicht dran jetzt am Flughafen. Hier vorne ist die Bahn. Bist schon in 700 Fuß. Ja, guck mal, bin sehr, sehr nah dran an der Bahn. Eine knappe Kiste. Auch hier sehen wir, dass der Windeinfluss scheinbar nicht so ganz stimmt, ne? Nee, gut, aber Headwind 18 Knoten. Naja, normalerweise müsste es ja so richtig gewesen sein, ne? Mit unserer Berechnung, mit den 12, 13, was weiß ich, 11, ja, also 11, mit dem Schiebewind, ne? Meintest du, mit dem Schiebewind. Ja, ja, das ist eben halt alles nicht so genau im Simulator hier. Ne? Nee. Okay, und etwas mehr Bank, der so. Sehr schön. Noch zu, nicht zu früh, nicht zu früh wieder Linkslevel nehmen. Nicht zu früh. Und Sinkrate wieder einhalten, Jojo folgen. Super. Okay, das könnte man, wir sind ja nicht ganz stable gewesen, ne? Okay, wir machen mal aus, daraus ein Touch and Go. Wenn du gelandet bist, Flaps 2 Steps wieder einfahren, dann bist du bei Flaps 2 und dann wieder Go und dann wieder Toga setzen. Ja, du hast immer einen Rechtsdrall. Scheiße, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Doch, doch. Guck mal, wer da mehr weggeht hier. Ich krieg ja, ja, das ist egal. Ja, gut, okay, so. Okay, zwei Steps einfahren. Ja, und Toga. Und Toga. Man Toga SRS, go around track. Macht er das nicht? Was ist doch, da jetzt, los? Jetzt. Aha, jetzt. Jetzt fängt er an. Jetzt, und jetzt schon bei der V2 und hoch. Und hoch. Ja, genau. Genau, bei der V-Approach gehst du dann wieder nach oben. Positive Climb. Gear up. Autopilot on. Zeig FPA. Und Pull Heading. Flaps 1. Und wieder die S-Speed einstellen. Ja, ist eingestellt. Jo. Bist du auf. Ne, du bist auf Flaps 0. What? Okay, dann habe ich einen zu viel. Dann Flaps 1. Okay, schon rum. Ja. Aber bitte dann auch die Geschwindigkeit einstellen auf die S-Speed. Sonst wird der Radius immer größer. Okay, einmal versuchen wir es noch und dann machen wir nochmal also diesen Touch and Go und dann machen wir eine Full Stop Landing. Okay. Dann reicht das auch. Dann sind wir, ich weiß nicht, wie viele Platzrunden wir jetzt geflogen haben. Oh, einige. Man merkt, aber du merkst, die Konzentration ist weniger. Ja, weniger, ne? Natürlich, absolut. Ne? Also wenn wir die ersten drei uns angeguckt haben, so aus dem Kopf jetzt, ja, und jetzt... Jetzt passieren mehr Fehler. Schon die Konzentration jetzt auch beim Manual Fliegen lässt nach. Man merkt das. Ja. Ich merke das auch. Ne? Okay. Das ist völlig normal. Activate Approach Phase. Speed Managed. Nee, Pummel. So. 047. Und sind wir wieder nah dran? Nee, das passt. Das ist okay, das ne? Passt. Das ist okay, ja. Ja, ja, das ist. Nee, das ist okay. Das ist okay. Ja, eben jetzt bei der Landung eine Centerline nicht getroffen und. Du kannst nochmal jetzt das Wetter eben. Versuch mal jetzt nochmal da mit dem Wetter da das komplett auszustellen. Ich weiß nicht, was da wieder war.
Wind geht nach unten, das ist gut. Ja, 3 Knoten. Ja, ja, gut. Das war das, ja, genau. So, da ist unser Flughafen. Nimm den Chrono mal zurück wieder. Ja, 2 Knoten kommen, das geht jetzt. Machst du gut, Stefan, wirklich. Habe ich nicht mitgerechnet, dass das, auch wenn jetzt die letzten Anflüge nicht so doll waren, aber ja, habe ich nicht mitgerechnet, dass das gut läuft. Hätte ich nicht gerechnet. Ja, die letzten. Alles ist wirklich eine Menge. Ist eine Menge, ja. Ist eine Menge. Auch sehr schnell hintereinander alles. Das ja. Ist nicht ohne. So, Start Chrono. Genau. Und wir bleiben bei unseren genau. 45 Sekunden. Ja. Dann Flaps 2. Flight Director off. Autopilot off. Autopilot off. Ja, das sollte ja am Anfang des Downwindes sein. Schon den Track einstellen. 227. Da ist er. Ja. Ja, ich muss das ja, weil ich im Moment das WLAN hier über das iPad mache. Und 45 und rum. Genau. Und runter. Und Gear down. Weiter konfigurieren. Flaps 3. Flaps full. Flaps full. Okay, Spoiler Gear Flaps. Landing check is completed. Das ist genau hinter der Säule, jetzt sehe ich nichts. Brauchst du auch nicht, du hast ja deine Grafik auf dem Navigation Display. Da ist er. Ich sehe ihn. Ja, Senkrate, denk dran, nicht zu hoch wählen. 500 Fuß vielleicht erstmal. Vielleicht auch weniger. Kommst zu tief. So, continues jetzt weiter. 20 Grad Bank. Weiter turn, weiter turn. Weiter turn, nicht auslimmen. Weiter turn. Und sinken wieder. Weiter turn. Echt, ja, weiter turn, okay. Ja, stop. So, jetzt kannst du mal Wings Level machen und weiter sinken. Genau, sehr schön, sehr schön. Das sieht sehr gut aus. So, und jetzt kannst du Fine Adjustment machen. Ne? Wenn du jetzt siehst, okay, bist noch ein bisschen weiter zu weit. Aber du siehst, du fliegst jetzt, du hast ja immer noch drei. Was hast du denn jetzt? Was haben wir da für einen Track? Ja, ungefähr 5 Meilen Track. Sieht nicht zu weit, nicht zu weit. So ist gut. Und wieder nach links. Du siehst, du bist schon wieder zu weit rechts. Ja, warum, du hast immer den warum? Rechts dran. Warum eigentlich? Weil du das falsch einschätzt. Du denkst immer, du musst dann wirklich in der Centerline fliegen. Nein, du musst links von der Bahn aufschlagen. Und wenn du jetzt Wind von rechts hast, gut, haben wir einen Knoten, aber trotzdem. Aber egal, passt sehr gut. Jetzt machen wir eine schöne Touch-and-Go-Landung. Minimum. Schon wieder korrigieren. Und so lassen, so lassen, so lassen. Und sinken, und sinken. Und runter. Und Gas raus, genau. Schön landen. Flaps 2 Steps einfahren. Und Toga. Und Toga. Mantoga SRS, go on track. Oh, braucht der, bis der hochfährt? Jetzt. Ja, das ist normal. Wir haben ja auch schon Gas rausgenommen. So, und rotate, rotate. Positive climb. Gear up. Autopilot on.
Track FPA. Full Heading. Climb Thrust. Club. Und Flaps One. Oder? Ja. Nee, warte noch. Ja, kannst du machen. Ja, genau. Kannst du machen. Flaps One. Und Pull. Ja, genau. Sehr schön. Sehr schön. Hammer's. Gut. Und schon rum? Ja. Okay. 047. Denk dran, wenn du. Das ist ein komisches Gefühl, wenn man so einen Go-Round oder auch eine Rejected Landing fliegt. Man muss wirklich in den Flight Director reinziehen. Der sagt uns schon, was wir zu tun haben. Ja? Das ist nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hat, ah, ich muss jetzt ganz langsam jetzt erstmal. Nee, gar nicht. Voll nach oben ziehen. Klar, bei einer Rejected Landing, wenn ich natürlich zu steil ziele, dann habe ich einen Tailstrike. Ne? Eine Rejected Landing muss man ein bisschen behutsamer umgehen, das ist klar, je nachdem wie weit ich von der Bahn entfernt bin. Wenn ich natürlich in 30 Fuß das mache, ne? So wie Giga bei dem Go-Round oder Rejected Landing, der er da durchgeführt hat beim Flight Training Nummer 2, naja, da muss ich schon ein bisschen aufpassen, aber sonst immer in den Flight Director reinziehen, ne? Beim Go-Round. Ja. Volles Rohr nach oben. So, Manage, genau, Activate Approach Trace. Speed managed. Genau. Autopilot off, Flight Director off. Ja, du kannst jetzt schon den Runway-Track stellen, damit du da nachher nicht das noch machen musst. Kannst du jetzt schon gerne machen. Du siehst das ja auch so, ne? Ja, warte mal, ich darf nicht steigen gleichzeitig. 227 war das, ne? Ja. So. Ja. Das ist aber jetzt nur Simulator geschuldet, damit du mehr Zeit hast. Ne? Denn normalerweise bräuchten wir jetzt eigentlich noch diesen Track im FPA, damit wir dem Track jetzt folgen können. Genau, den haben wir ja jetzt 04, weggenommen. 04, das machen wir aber jetzt das, nur, ja. Das ist kein Procedure, das machen wir jetzt nur für dich, damit du mehr Zeit hast. Ne? Bisschen weniger Stress, naja, okay. Was machen wir jetzt? Genau. Full-Stop Landing? Oder was machen wir jetzt? Full-Stop Landing, genau. Alles klar. So, die Spoiler sind noch gearmt, ja? Spoiler sind gearmt, ja. Sehr schön. Und Chrono geht an. Ja. So, nochmal richtig kämpfen, ne? Richtig konzentrieren jetzt nochmal das letzte Mal, sonst müssen wir leider noch eine Runde drehen. Ja, alles klar. Ich gebe mir Mühe. Und Flaps 2. Check. So, wir haben gut wie keinen Wind, das heißt, bei 45 geht es rum. Genau. Man muss, wenn die Konzentration wirklich nachlässt, man muss kämpfen. Ne? Aber man darf nichts erzwingen. Also man muss schon erkennen, wenn man das Spiel verloren hat, dass man den Go-Round dann zieht. Ja, ne? Ja, und dann, das ist dann so. Ja, das ist dann so, genau. Okay, 44, Time is over. 45 rum. 20 Grad Bank, 400 Fuß Sinkrate und Gear Down. Checked. Sehr schön, sehr gut, Stefan. Nicht so doll sinken. Okay, da ist Juli. Nee, doch, Kurs Juli. Jojo. Genau. Ja, also 605, 700 Fuß beibehalten, überhaupt kein Problem. Dafür haben wir das Ding ja. Das ist ja nur ein Richtwert, der, was das FCTM angibt. Ne? Das kann ich ja nicht immer komplett so machen. Das hängt vom Wind ab, das hängt von verschiedenen Faktoren ab, vom Gewicht. Flipstream. Ja. Nicht zu früh da. Das wird alles zu eng sonst. Ne? Okay. Flaps voll. Speedcheck, Flaps voll. Okay, dann fliegen wir noch. Und Jojo angucken. Jojo angucken. Oh, sieht gut aus. Im Moment sieht's gut aus. Und denk an die 20 Grad Bank. Du hast eine etwas zu geringe Bank. So lassen. So, jetzt auf 5 wieder zurück vielleicht. Oder auf 10. So, genau. So, kommt da gut rein. Und zurück. Und schon wieder. Weiter kurven. Weiter kurven. Weiter kurven.
500. Ja, stable. Sehr schön. So weiterfliegen. Aber jetzt schon wieder leichte Korrekturen machen. Wieder nach links. Leichte Korrekturen. Okay, Landing Checklist. Spoiler Gear Flaps. Landing Checklist completed. Und wieder nach links etwas. Nach links. Nicht so weit. Du hast immer den Rechtsladen. Und so lassen. So lassen. Und Sinkrate. Genau. Schön. Sehr schön. So lassen. Alles so lassen. So weiterfliegen. Auskorrigieren. So weiterfliegen. So, jetzt wieder Wings Level. Und wieder nach links, nach links, nach links. Noch weiter nach links. Noch weiter. Noch weiter. Komm, komm, komm. Okay. Alles klar. Komm, jetzt kommt er. Sehr schön. Denk an den WCA ein bisschen vorhalten und so jetzt runter. Auf dem linken Fahrwerk landen. Gas raus. Okay, 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 okay. Und. Okay. Spoiler. Reverse, green. No diesel, ne? No diesel. No diesel. Manual braking. No. Manual braking. Okay. Okay, 70 passed. Spoiler ist eingefahren, ja. Alles klar. Okay, come to full stop. Ich gehe hier runter von der Bahn, ne? Nee, bleibst auf der Bahn. Okay. Come to full stop. Full Parking stop. Break on. Oh, sag mal. Warte, Finger Trouble. So. Parking Break ist set. Okay. Super. Puh. Genau. Ja, erzähl doch mal, wie ist es dir so ergangen? Was ist so deine Einschätzung? Also das ist eine Hochkonzentrationsübung. Eigentlich bist du hier voll im Tunnel, also ich war es gerade. Klar, ein paar Sachen sind nicht so gelaufen, wie sie laufen sollten, aber das liegt in der Natur der Sache. Es ist eine super Übung. Das immer wieder zu machen, immer wieder zu machen, immer wieder zu machen. Es kommt passiert eine Menge hintereinander. Muss ganz viele Parameter im Blick behalten. Sind uns ja auch ein paar Mal rausgelaufen, Speed und so weiter. Das ist eine Sache, mhm. die man im Blick haben muss. Ja, und das manuelle Steuern, das ist auch eine Übungsgeschichte. Ne? Hast du es ja auch gesehen, da mit Rechtsdrall, Linksdrall und das richtig einzuschätzen. Auch und die Sinkrate immer im Blick zu behalten, die Geschwindigkeit im Blick zu behalten, das ist nicht ohne. Das war am Anfang an klar. Aber hat Spaß gemacht. Mhm. War schön. Ich finde, wir haben keinen Crash gebaut hier. Wir waren ein paar Mal über den Parametern drüber. Aber ja, wie gesagt, Übungssache. Ja, wenn ich das noch 100 Mal mache, mhm. dann gelingt das immer besser. Also ich muss sagen, ich bin erstmal im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das so gut läuft. Ich hatte eigentlich gedacht, dass viel mehr Parameter aus dem Ruder laufen. Gerade auch, was den Go-Round anbelangt mit der Speed. Gut, da hatten wir uns 2-3 Mal dann im Overspeed waren wir nicht, aber da mussten wir dann schon kämpfen. Ne? Ja, das war kurz davor. Aber ich dachte eigentlich, dass das weitaus schlechter läuft. Und gerade die ersten, glaube ich, 3 Anflüge, die waren hervorragend. Dann hatten wir so eine Schwächephase. Mhm. Da merkte man schon, insbesondere da, wo wir den Simulator mal angehalten haben, danach wurde es dann schlechter. Da ging es dann doch das eine oder andere Mal außerhalb der Parameter. Ja. Und dann wurde es dann nachher, wo du dich wieder mehr konzentriert hast, dann weitaus besser. Was mir sehr gut gefallen hat, also man hat ganz klar gemerkt, dass du im Laufe der Platzrunden immer sicherer warst. Ne? Also wir hatten gesehen, dass du nachher sogar dann noch relativ viel Zeit hattest und Däumchen drehen konntest. Das muss ich sagen, das ist aber dem geschuldet, weil du letztendlich relativ schnell die ganzen Sachen auch geschaltet hast. Ne? Also ganz besonders natürlich im Departure-Lag, wo man viel machen muss. Ja. Und das muss ich sagen, das hast du sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und ja, wenn man eben halt einen Go-Round fliegt, das ist in Wirklichkeit auch so, dann ist die Maschine unter Vollgas. Das geht ruckzuck nach oben. Ja. Und da ist natürlich die Speed, was die Flap-Over-Speed anbelangt, eins der entscheidenden Punkte. Also das muss man definitiv im Kopf haben. Und da
sieht man eben halt, dass dann selbst in der Platzrunde wir das schon, diese Flap Retraction schon im Departure Leg machen mussten und nicht erst dann, wenn wir links dann rauskurven. Das heißt, das ist ja auch nur letztendlich eine Standard, das Paradebeispiel, wie man dann so ein Visual oder von mir aus auch eine Platzrunde fliegt. Ne? Und das heißt ja nicht, wenn ich zum Beispiel schwerer bin, wenn der Wind anders ist, dann muss ich natürlich solche Sachen etwas adjusten. Das heißt, das FCTM und auch das FCOM bietet mir letztendlich ein Rohgerüst, was ja auch super geklappt hat, haben wir ja gesehen, klappt sehr gut. Aber hin und wieder mal muss ich vielleicht auch etwas was verschieben. Und das hat man hier auch gesehen, das haben wir aber sehr gut gemacht. Was du sehr gut gemacht hast, in meinen Augen, war das manuelle Fliegen. Das hat mir sehr gut gefallen. Okay. Man hat also schon gemerkt, dass du sehr gut gescannt hast. Also gerade was die Sinkrate anbelangt, Speed war ja nicht so entscheidend, weil das hat der Autostress gemacht. Aber die Bank, die hast du fast immer bei 20 Grad eingehalten. Also du hast den Joystick wohl sehr gut eingestellt. Und du hast ein sehr, sehr gutes Scanning gehabt. Du hast auch nie irgendwie groß jetzt was in den Base überschossen, dass man sagen kann, oh Mensch, wo willst du denn hin? Ne? Ja. Nee, du hast das eigentlich, du hast immer, warst du Herr deines Fliegens und wusstest genau, wo du warst und was du machen willst. Das setzt aber voraus, dass du diese ganzen Items, und das hatte ich im Vorspann ja auch gesagt, dass man die aus dem FF können muss. Ja. Und das hat man bei dir ganz klar gesehen, du kannst oder konntest die und hast sie auswendig gelernt. Das stimmt, das habe ich ja. Was ich gelernt habe, ist, dass ich diesen Rechtsdrall habe. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Und was ich auch festgestellt habe, ist, wir haben manchmal Rejected Landing und Go-Around. Das haben wir manchmal nicht ganz sauber gemacht. Du hast zweimal aus Versehen bei der Rejected Landing die Klappen nach dem Gear gesetzt. Ja. Ne? Das war ein Fehler, aber das passiert auch in der Wirklichkeit. Ist mir dann auch aufgefallen, aber dann war es zu spät. Ja. Ja. Das und ihr als Zuschauer seht natürlich jetzt auch, welche Gefahren bei einem Visual, und das hat Stefan ja nun wirklich gut gemacht, und trotz alledem sieht man, dass von den, ich weiß nicht, wie viele Runden wir jetzt gedreht haben, die ein oder anderen im Go-Round definitiv dann endeten und auch endeten mussten. Ja. So, und wenn man das jetzt mit einem ILS vergleicht, dann ist ein ILS dagegen eine Lachnummer. Macht alles selbst. Das bedeutet also, wenn Leute meinen, sie müssen, weil es Spaß bringt als Piloten, auf den Kanaren ein Visual fliegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Go-Rounds immens hoch im Verhältnis zum ILS. Ne? Absolut. Sieht man ja. Ja, absolut. So, und das ist ein Problem. Und dann wird der Go-Round, wir haben das hier auch festgestellt, teilweise war es ein Rejected Landing, war von dem Procedure dreimal falsch. Okay, Go-Round war okay, aber wir haben auch festgestellt, zweimal hätten wir fast Flap-Overspeed gehabt, weil letztendlich zu spät auf Climb-Slots reduziert worden ist. Genau. Und die Klappen eingefahren auf Flaps 1 war auch zu spät. Ja. Selbst wenn wir die Klappen auf, sagen wir, auf Flaps 0 oder Flaps 1, wenn du zum Beispiel diesen Overspeed siehst, ne, diesen roten Barber-Pool. Genau. Wenn du von Flaps 1 auf Flaps 0 machst, weil du fast, sag ich mal, bei den 230 Knoten bist oder von mir aus auch von Flaps 2 auf Flaps 1 und du sagst, ich muss das jetzt schnell machen, sonst bin ich im Overspeed, dann verschwindet ja, entweder geht es weiter nach oben oder er verschwindet ja auf Flaps 0 dieser Barber-Pool, diese Flap-Overspeed. Braucht aber und dann könnte man denken, dann bin ich weg davon, dann habe ich keine Flap-Overspeed mehr. Doch, weil die Anzeige, dieses rote Band, die hängt an dem Flap-Lever. Aber ob du dann wirklich eine Flap-Overspeed bekommst, hängt von der aktiven, ausgefahrenen Klappenstellung ab. Das heißt, selbst wenn das rote Band weg ist, dann kann das durchaus sein, weil es ja eine gewisse Zeit dauert, ihr die Flap zurückfahren. Genau. Ja, eine gewisse Trägheit. Dass sie immer noch da sind und dann kriegst du plötzlich Overspeed. Das darf man nicht vergessen. Ja, deswegen, du siehst also, welche Gefahren mit so einem Visual und vielleicht ja auch dann mit einem Go-Round verbunden sind. Das ist das, was ich ja auch damals vor einem Jahr gesagt hatte, wo ich die ICAO-Statistik euch mal gezeigt hatte.
Ja, wo ich gesagt habe, eben halt weit über 80% der Go-Rounds werden falsch. Und wenn ich weiß, dass ein Visual häufig in einem Go-Round endet, weil es eben halt doch nicht so einfach ist, ein Visual zu fliegen, dann muss ich die Frage stellen als Pilot, muss ich mir das antun? Warum mache ich das? Ich habe immerhin 180 Passagiere da hinten vielleicht drin. Ja. Ja? Und das konnte man jetzt hier ganz klar sehen, welche Gefahren bei einem Visual herrschen. Aber ich muss sagen, manuelles Fliegen hat mir sehr gut gefallen. Die ganzen Procedure hattest du drauf. Konzentration war hervorragend, das Scanning war gut, auch beim Touch and Go. Was die Landung anbelangt, denk dran, du sollst nicht centerline zur Bahn fliegen. Denn du hast immer etwas Seitenwind rechts oder links beispielsweise. Und deswegen musst du immer gucken, habe ich Wind von rechts? Dann muss ich rechts letztendlich, sagen wir so, so als ob du die Landebahn siehst und vielleicht 5 Meter rechts der Landebahn. Da ist dein Referenzpoint. Ja, das ist eine Übungsgeschichte. Das ist mir auch aufgefallen, ne? Dass ich dann da weggetrieben bin, auch jetzt bei diesen, ja gut, 10 Knoten, auch bei den 3 Knoten eben, war das eben noch, das war mehr als ich dachte. Also. Ja, und korrigiere gleich. Je früher du korrigierst, desto kleiner können deine Bank-Variationen sein. Wenn ich das natürlich 2 Meter vom Touchdown mache, dann muss ich eventuell extremst banken. Also jetzt rein übertrieben dargestellt. Das heißt, mache ich das bei 5 Meilen, muss ich sofort korrigieren. Und nicht warten, oder wird schon irgendwie gut gehen. Und nach 2 Meilen stelle ich dann fest, also dann bin ich 3 Meilen davon entfernt. Dann wird deine Korrektur immer größer. Ja, genau. Das ja? zu antizipieren und ist halt schwierig. Also das ist eine Übungssache, ne? Das vorwegzunehmen und dann schon vorauszudenken, selbst Maschine voraus zu sein eigentlich, das ist das Übungsding. Deswegen, sobald du die Maschine in die Hand nimmst, der erste Blick geht auf den Wind, auf das Navigation Display. Mhm. Das ist der erste Blick, damit ich ungefähr einschätzen kann, erstmal wo ich vorhalten muss und zweitens, wie weit ich vorhalten muss. Wenn ich da 40 Knoten oder 30 Knoten habe, dann muss ich natürlich weiter vorhalten. Klar, logisch. Hm. Ja. Und dann, was mir aufgefallen ist, das ist natürlich auch schwierig mit diesen komischen Joysticks, die wir kaufen können, und die Umsetzung im Simulator, auch da bin ich ja in diesem Statement drauf eingegangen, Realismus der Flugsimulation. Aber trotzdem, aggressiv fliegen, nicht warten. Hm. Wenn du siehst, ja. die Sinkrate, die ist jetzt zero, dann musst du sofort agieren. Hm. Die Maschine, die brauchst du nicht schon. Die Maschine wird dir schon sagen, wenn ihr das zu krass wird. Mhm. Aggressiv fliegen. Und wenn du dann wieder im Pass bist, dann ganz kleine Veränderungen. Nichts Großartiges, ganz okay. kleine Veränderungen. Ja. Ne? Aber wenn was aus dem Ruder los, sofort aggressiv agieren. Okay. Proaktiv. Ja. Ne? Ja, Stefan. Also, ich kann nur sagen, ich bin wirklich zufrieden. Ich bin nicht begeistert, aber ich bin zufrieden. Vielen Dank. Wirklich ja. zufrieden. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall, Stefan, dass du sich dieser Extrem-Challenge wirklich dich gestellt hast. Also das ist, wir haben ja von vornherein gesagt, das wird richtig schwer. Das ist nicht so ein Pillepalle ILS oder von mir aus auch im Approach-Mode ein VOR zu fliegen oder so. Das ist dann alles relativ easy. Hier ist es relativ schwer. Und dafür hast du das wirklich, wirklich toll gemacht. Und also den Mut, den du hier auch gezeigt hast und dass du dich das zur Verfügung gestellt hast, also das muss ich wirklich sagen, da habe ich echt Respekt vor. Da ziehe ich den Hut, muss ich wirklich sagen. Vielen Dank, Ingo. Hat Spaß gemacht, weil du warst ja auch immer dabei. Insofern, was sollte da schon groß passieren? Aber wie du schon sagst, das war anspruchsvoll, hat aber Spaß gemacht. Freue mich. War eine gute Übung, ist auch eine gute Übung. Das hält die Motivation hoch. Und wenn das so langweilig ist, immer von A nach B zu fliegen, legt man halt ein paar Platzrunden ein. Dann bleibt man eben auch in der Übung. Ja, Stefan, ja, also bleibt mir nur, dir nochmal zu danken. Hat mir wirklich Spaß gemacht, mit dir sowohl jetzt die Folge 1 als auch diese Folge jetzt durchzuführen. Tolle Leistung. Ich wünsche dir alles Gute und ja, wir bleiben sowieso in Verbindung. Na klar. Danke, Ingo. Dir auch. Tschüss. Ja, bis dann. Ja, tschüss, Stefan.